kann ja was werden. Jetzt zwei hier wieder. Na, hast du alles? Jo. Ja. Richt dich noch ein bisschen ein. Ja. So ein Kleckerlatz oben, ne? Den kann ich nicht umbinden. Soll ich uns mal was einschenken? Das ist die stille Reserve fürs nächste Jahr. Mach mal. Wollen wir eigentlich schon mal guten Tag sagen? Bevor du einschenkst, oder? Kamera läuft. Ton läuft. Kamera läuft. Läuft die Kamera? Reck ja, Reck läuft. 57 Sekunden haben wir schon. Strom ist dann, Mikrofon ist an. Ist meine Brille sauber? Deine Brille ist sauber. Ist meine Brille sauber? Ja. Ja. So dicht sollen sie uns ja eh nicht auf dem Bild. Ah nee, ich brauche ja gar nicht klatschen. Du brauchst nicht klatschen. Nein, nein, wir spielen Bild und Ton gleichzeitig ein. Geil. So. Was denn? Sonst bist du nicht so schüchtern. Wir haben Dienstag, den zweiten Weihnachtstag 2023. Heute ist der 26. Dezember. Da wir dieses Video aufzeichnen. Es ist genau, deswegen sage ich das ja. Die Leute nicht durcheinander. Es ist jetzt 16.30 Uhr. Ihr werdet das Video wahrscheinlich am 30. Dezember sehen. Genau. Ein Tag vor Silvester, vor dem neuen Jahr. Noch schnell den Grabschen Jahresrückblick. Und herzlich willkommen dazu. Schönen guten Abend. Und mein Mann, denke ich mal, wird uns gleich mal einen einschenken. Ja. Ihr nehmt euch am besten auch schon mal ein Sektchen. Kann auch ein alkoholfreier sein, je nachdem. Und verbringt ein bisschen Zeit mit uns, mit dem Jahresrückblick. Der hat ja schon Tradition hier auf diesem Kanal. Wird schon sehnsüchtig erwartet. Und wir fangen an, ne? Ich schenke erst mal ein. Ja, schenk erst mal ich ein. Schenk erst genau. Mal ein. Wir haben uns dieses Jahr entschieden für Burg Schöneck Sekt ich glaub, trocken. Ich glaube, den haben wir letztes Jahr auch schon gehabt. Ich glaube, der liegt schon seit letztem Jahr. Das war unsere Reserveflasche. Der macht nichts. Der wird ja nicht schlecht, ne? Mangels Motivation und Geiz, sich neu zu kaufen, verbrauchen wir erstmal das, was da ist. Genau, wir sitzen wieder, haben uns wieder versammelt vor unserem Tannenbaum, der gefühlt immer kleiner wird, aber der Preis bleibt der gleiche. Ja, ich habe noch ein bisschen Weihnachtsschmuck angesetzt, das letzte Mal für dieses Jahr. Jo, Freddy. Und dann fangen wir gleich mal an. Wir haben euch ja gebeten, uns Fragen zu stellen. Auf Instagram, Facebook und YouTube. Und da gehen wir mal so ein bisschen durch. Da hangeln wir uns entlang. Und wie ich uns kenne, werden wir bei dem einen oder anderen Thema sicherlich abschweifen und erzählen einfach mal ein bisschen über unser Jahr 2023. Ich habe noch, ich muss nochmal aufstehen, mein Terminkalender aus der Küche geholt. Oh, er wartet immer sehnsüchtig auf den Abendblattkalender und ist immer ganz glücklich, wenn er dann endlich da ist. Da stehen so tolle Dinge drin wie 18 Uhr Inspektion, also nicht bei mir, sondern beim Auto. Wir zählen jetzt aber nicht jede einzelne Inspektion hier auf, einen Arzttermin oder so. Aber noch so ein paar andere Sachen, weil vieles ist ja schon vergessen oder verdrängt. Oder ich habe hier auch noch ein Erinnerli, was wir uns angucken können. Und wir ich sage jetzt erstmal Stößchen. Auf 2023 und 2024. Was da kommen mag. Auf das, was kommt. Auf das, was Prost. War und auf das, was kommt. Und Prost. Alle Jahre wieder. Klingt aber noch nicht so richtig, ne? Ich glaube, da ist noch ein bisschen viel drin. Das ist zu viel. Prost. Prost. Prost auf euch. Jo, geht so. Auf frisch geputzte Zähne ist es nichts. Vorab, bevor wir das Hast vergessen. Hast du Zähne geputzt? Ja, vorhin, bevor ich geduscht und Haare gewaschen habe. Ich wundere mich schon, was hier so blendet. Natürlich habe ich heute Zähne geputzt. Also. Vorsichtig. Hier. Wir wollen erstmal Danke sagen. Danke sagen. Über die viele Weihnachtspost, die uns erreicht Guckt hat. Guckt euch das an. Wir haben sie heute Morgen nach dem Frühstück zusammen geöffnet und durchgelesen. Und uns sehr gefreut. Wir haben hier auch noch mal so ein kleines Goodie mit dabei. Also, und ja, vielen lieben Dank für alle Post. Immer wieder total gerührt, was da drin steckt. Ne? Ja. Also, Zeilen, wir lesen das super gerne, so kleine selbstgebastelte Karten natürlich, Süßigkeiten. Wir können es jetzt nicht alles zeigen. Waren aber wieder viele schöne Dinge dabei. Ja, also, auch die ein oder andere Idee, wo ich schon gesagt habe, das landet wahrscheinlich nochmal in der Ideenkiste. Das kann man nochmal abwandeln. Habt vielen lieben Dank, großes Herz an euch, dass ihr zu Weihnachten an uns gedacht habt. Sieht man hier so ein bisschen meinen Träger? Nee. Ja, ich habe gedacht, so Strickjacke und Pullover drunter wird vielleicht ein bisschen warm. Den Norweger Pullover wollte ich heute auch nicht anziehen, aber egal. Ja, womit fangen wir denn an? Willst du einfach so allgemein ein bisschen was erzählen oder wollen wir schon mit der ersten Frage anfangen? Aber können wir erstmal so chronologisch ein bisschen anfangen. Ich habe hier mein Brett. Ich habe meinen Terminkalender. Ne, da können wir dann nachher gleich mal nach den Fragen ein bisschen gucken. Ich kann ja mal anfangen mit Januar.
Oh nee, wir gehen hier nicht chronologisch durch das Jahr. Nee, aber gerade im Januar, da stand etwas, das kann ich ja über mich selber erzählen, ne? Ich habe meine Beißer machen lassen. Ja, also wenn wir beim Griechen sitzen, warte mal, ich habe hier irgendwie... Was machst du da? Der wollte gerade noch mal ein Update haben. Wenn wir beim Griechen sitzen, Silvester, so wie dieses Jahr, dann ist es ja immer so, dass wir dann auch so sagen, so von wegen, oh, was war denn so schön im Jahr, was hat dir gut gefallen und was nimmst du dir fürs nächste Jahr vor? Und da hat mein Mann gesagt, so von wegen, er möchte seine Beißerchen in Ordnung bringen. Ja. Hat sich hinterher herausgestellt, war gar nichts Weltbewegendes. So, aber klar, ne? Also ich will jetzt nicht ins Detail gehen, aber... hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt, ja. Er strahlt mich jetzt noch mehr an, ne? Sie muss nachts dann die Sonnenbrille aufsetzen. Na, so schlimm ist das nicht. Aber er war so schnell durch mit den Zähnen. Ich habe dies ja so häufig, und das war eigentlich nicht gewollt, so oft auf dem Zahnarztstuhl gesessen. Ich habe alle Zahnärzte in unserer Praxis durch. Aber vielleicht guckt euch mal Videos von vor etwas über einem Jahr an und die in diesem Jahr entstanden sind, und vielleicht fällt dem einen oder anderen ja was auf, aber ist gut. Nee, wir haben aber auch eine tolle Zahnarztpraxis, das darf man auch nicht sagen. Also unsere Zahnärzte hier am Hammerpark, die sind wirklich super, auch wenn man Arztpatient ist oder so. Wie gesagt, ich saß nicht so freiwillig dieses Jahr da drauf und ich habe auch gar nichts gehabt. Also ich habe schon was gehabt, aber organisch nicht. Oder nichts, was man hätte reparieren können. Ich bin halt ein bisschen verbissen dieses Jahr. Ich habe eine Beißschiene jetzt und ich merke das halt auch tagsüber, aber das kommt vielleicht das ein oder andere nochmal. Aber ich hab reichlich häufig gesessen dieses Jahr auf dem Zahnarztstuhl und habe immer gedacht, ich bin der große Simulant, aber es ist, ja. Jo. Es tat weh, aber es hatte keine wirkliche Ursache. Es lag auch nicht in mir, ne? Es hat schon eine Ursache, aber keine Karies, keine Wurzelentzündung, nichts. Ne? Die Zähne sind in Ordnung. Ich beiße halt nur. Beißtrauma. Das war meine Schläge. Musst du aufpassen, dass ich nachts nicht zubeiße. Ja. Dass ich denke, du bist ein Stück Fleisch. Geil. Sie hat ja neuerdings nachts die Angewohnheit. Weißt du, normalerweise... Ne, erzähl dir nicht zu viel aus dem Plauen. Mir ein Drittel des Bettes zugerechnet und ihr zwei Drittel. Neuerdings bin ich auch froh, wenn ich so ein bisschen ein Stück von meinem Kopfkissen noch übrig habe. Weil dann liegt da nämlich ein anderer Kopf auf meinem Kopfkissen, Blick mit geschlossenen Augen in meine Richtung und... Ich halte die Zweidrittelregel ein, ne? Dass ich liege dann auf meinem Zweidrittel. Dafür, ne, ist im Sommer schön. Ich kulle aus dem Bett, ne? Und dann dreht er sich um und sagt, oh, ist ein Bett gefallen. So guckt so auf mich herab, ne? Ist für dies ja auch häufiger vorgekommen. Beim nächsten Mal, da war ich aber schon ums Bett geflitzt, da war sie noch gar nicht runtergefallen. Nee, das war beim ersten Mal. Ach nee, das war beim zweiten Mal, stimmt. Naja. Nachdem ich sie beim ersten Mal nicht richtig ernst genommen habe, da bin ich heute im Bett gefallen. Ne? Beim zweiten Mal, hab das quasi schon kommen sehen, bin hoch, einmal ums Bett rum, stand da mit Arm und... Gar nicht wahr, er übertreibt. Ja, mach ich gar nicht. Hast du mal eine Frage? Ich habe mal eine Frage, komm, dann fangen wir damit mal an. Also wir haben unsere To-Dos, was wir vorhaben. Die Frage mit dem nächsten Jahr kommt ja noch, aber wir haben ja für das nächste Jahr auch gesundheitlich uns schon was vorgenommen. Ja. Die großen Hafenrundfahrt, das machen wir dann nächstes Jahr. In Hamburg. Ja, genau. Ob das in Hamburg werden wir sicherlich. Ich fordere nicht nach außer. Prost, Mutti. Aber Krebsvorsorge, wir kommen ja auch langsam in das Alter. Husten Sie mal. Hast du mal eine Frage? Ich suche gerade mal eine, die noch nicht so ins Detail geht. Fragen macht Alexandra. Ich habe zwar auch eine oder andere Frage. Guck mal hier. Ich höre zu. Ich bin mal bei Instagram, wir arbeiten mal so erst Instagram ab und dann gehen wir mal auf die anderen Plattformen, dann muss ich nicht so hin und her hüpfen. Hedi Stempeleule fragt, ich freue mich auf den Jahresrückblick. Mich würde ja interessieren, wie Alexandra es geschafft hat, Sven für das ganze Basteln zu erwärmen. Ich antworte da als erstes drauf. Auch wenn Sven nicht tiefgreifend im Bastelthema drin steckt, siehe Bedienung Stempelkissen mit einem großen Lachsmiley, so unterstützt er doch recht fleißig. Das könnte ich von meinem Mann nicht erwarten, der lacht mich für Papierstreicheln eher aus. So, wie hab ich's geschafft, Sven zu erwärmen? Es gibt einen Spruch, den haben wir auf der... In irgendeinem Hafen haben wir den gesehen. Ja. Über einem Juwelier. Den können sich mal alle Ehemänner
aufschreiben. Genau. Happy, happy wife, happy life. Und das sagt eigentlich alles. Genau, das sagt alles. Ja. Aber ich muss Sven dafür ein ganz großes Kompliment machen, weil ich musste Sven dafür gar nicht erwärmen, sondern das kam so mit der Zeit. Sven hat mich von Anfang an, und das rechne ich ihm ganz, ganz hoch an, machen lassen. Bei allem, was ich gemacht habe, hat er immer gesagt, das ist dein Hobby, Hauptsache du bist glücklich, und hat mich immer machen lassen und hat das ganz entspannt gesehen. Hat dann auch irgendwann, war er mal derjenige, der gesagt hat, du, das mit deinem Pinselschere und Co., das wird mal was Großes. Da habe ich gesagt, ja, träum weiter. Ne? Da war ich noch tatsächlich, dass ich so gesagt habe, ein paar kleine Kunden, hier und da mal ein Workshop oder sonst irgendwas, da habe ich noch im Leben nicht dran gedacht, was daraus werden kann. Und ansonsten hat Sven mich unterstützt, er hat mich nicht gehemmt, wenn er auch nicht hinter jedem vielleicht stand, aber er hat nie den Mund gezogen, ne? Also, und er hat mich nie ausgelacht für das, was ich gemacht habe. Und das rechne ich ihm hoch an, das ist viel Respekt, der da auch hintersteht. Und ja, letztendlich, und das mit dem Basteln, dass er dieses Jahr selber angefangen hat zu basteln, das kam von ganz alleine. Ich habe das eher skeptisch gesehen, weil ich seine Gene kenne. Aber dafür macht er das echt gut. Aber es ist ja nicht dein Hobby. Ja. Nach wie vor nicht. Also es ist nicht so, dass Sven kommt und sagt so von wegen, gib mir mal Stempel und Stanzen, ich habe mal Lust, was zu entwickeln. Das ist nach wie vor nicht sein Hobby, sondern er sagt, er würde gerne swappen. Dann gehen wir so ein bisschen ins Gespräch, gucken, was möchtest du, was hast du dir vorgestellt, können wir das umsetzen, kriegst du das hin? Und dann entwickeln wir das zusammen und dann bastelt er auch los. Aber er ist jetzt nicht so, dass er sagt, ach komm, ich habe heute mal Lust zu basteln. Also gebastelt hast du ja schon immer. Du weißt ja nicht... Es ist ja nun nicht so, dass wir uns kennengelernt haben und da warst du schon bei Stem & Up. Nee. Als wir uns kennengelernt haben, da lebte Alexandra in einer ganz kleinen Einzimmerbutze, 30 Quadratmeter Wohn-, Schlafbad. Ich glaube noch nicht mal. Alles irgendwie innerhalb von vier Wänden und da stand aber auch ein kleiner Tisch. Und sie hat ja damals schon so ein bisschen gebastelt, zwar mit einfachsten Mitteln, aber... Ja, eine Kollegin von mir hat Kreativ Memories gemacht und da habe ich gerade wieder angefangen zu basteln. Und als wir zum Beispiel damals bei dem 30. Nee. Zur Silberhochzeit von Papa. Zur Silberhochzeit meines Vaters und seiner jetzigen Frau eingeladen waren, da war sie noch gar nicht bei Stem & Up, da waren wir auch gerade ein Jahr zusammen. Mhm. Und da hat sie den beiden aus den ganzen Fotos und so weiter ein fettes Album gebastelt. Also da war noch gar nichts mit Stamp Up. Nee, Stamp Up kam erst, ja, da weiß ich noch, da kam ich hier die Treppe hoch und habe gesagt, call me a demonstrator. Da habe ich dann meinen Vertrag unterschrieben. Ich kenne es ja gar nicht. Haben wir schon hier gewohnt. Ich kenne es ja gar nicht anders. Und jeder hat ja irgendwo sein Hobby. Und ich finde einfach, wenn ein Partner, ein Ehemann, Ehefrau, was auch immer, ein Hobby hat, was ihm glücklich macht, ja, da wäre ich doch der Letzte, da irgendwie. Ich quatsch dir ja auch nicht in dein Aquarium rein. Nö. Also da habe ich wirklich ganz, ganz großes Glück gehabt, dass Sven und das von Anfang an so getragen hat. Und alles andere, das kam ja später, als wir dann nachher hier die ersten Bastelabende hatten, erst ganz klein im Arbeitszimmer und dann hier in der Stube. Also mir hat es immer Spaß gemacht. Und ich finde das total toll. Und ich mag dieses Drumherum mit Stem & Up und auch die Live-Veranstaltungen, die bringen furchtbar viel Spaß. Ich glaube, so richtig überzeugt von Stem & Up warst du nach der ersten Prämienreise, ne? Als Sven dann auch gesehen hat, dass er nicht alleine ist. Dass es anderen Ehemännern auch so geht. Eigentlich habe ich schon früher mitgefiebert. Die erste Prämienreise, die kam ja dann noch später. Die war ja aber es war schon, als wir auf der Prämienreise waren und du gesehen hast, dass es den anderen Ehemännern genauso geht und wir dann quasi im Aufzug standen und dann auch gefragt wurde, musst du auch immer Kaffee kochen oder so. Ne? Das, auch als nachher die Vollzeit-Selbstständigkeit quasi kam, natürlich macht sie sowas nicht völlig alleine. Das hat er schon viel früher gesehen. Als ich kam und sagte so von wegen, ich glaube, wir müssen mal sprechen, hat er gesagt, nur ich habe schon länger damit gerechnet. Das ist natürlich auch abgestimmt gewesen. Ne? Wenn Sven gesagt hätte, nee, ich will das nicht, dass du deinen Job kündigst, dann hätte ich dann eine andere Entscheidung treffen müssen. Aber er hat das immer mitgetragen. Ist man ja ein Team. Und man heiratet ja auch jemanden, den man liebt und dessen Weg man gemeinsam geht. Wir beide sind ein gutes Team. Wir sind ein gutes Team. Wir sind wirklich ein gutes Team. Ich habe ja hier den Mitarbeiter des Jahres mittlerweile vor mir sitzen, weil Sven ist ja jetzt auch seit einem Jahr. Das Beste ist, Aushilfsjobber bei mir. Ich kriege sogar eine Gehaltserhöhung. Mhm.
Ja? Habe ich durchgeboxt. Ja, nicht ich, sondern die Bundesregierung. Ab Januar, genau. Ab Januar kriegt Sven eine Gehaltserhöhung, aber im Januar bist du dann auch schon 12 Monate da. Ne? Das ja. ist jetzt dein 12. Monat. Hast du eigentlich auch verwöhnungswirksame Leistungen oder sowas? Kann ich sowas nicht? Das könnten wir dann nochmal überlegen, aber fang nicht an hier mit Weihnachtsgeld, gibt's nicht. Du hast deine Zulage gekriegt, alles. Aber wie gesagt, der Mitarbeiter des Jahres mittlerweile ist ja nur der Einzige, sitzt hier neben euch. Und ja, nehmen wir die nächste Frage gleich. Die nächste, die da drauf kommt, von Papierschatz. Hallo ihr zwei, wart ihr schon mal in der Schweiz und wenn ja, wo? Ich bin nur drüber geflogen. Ich war tatsächlich schon mal in der Schweiz. Ich bin ja hauptberuflich bei der Firma Rhein-Lein. Ja. Ich werde hier zwischendurch Werbung. Noch ich werde hier Werbung oben irgendwo Werbung einblenden. Ich werde noch mehr Werbung machen. Also ich bin jetzt hauptberuflich bei Rhein-Lein. Rhein-Lein ist ein Großhändler für Reinigungsartikel. Und da gibt es einen Hersteller in der Schweiz. Ich nenne jetzt auch mal kackfrech den Namen. Das ist die Firma Pramol. Frag mich jetzt nicht mehr, wo die genau sitzen. Irgendwo in der Schweiz. Und da war ich tatsächlich mal für 2 Tage. Ja, du warst sogar nachts auf alle Fälle weg, ja. Ja, also bis Zürich geflogen, Hamburg-Zürich. Und dann sind wir dahin. Wir wurden abgeholt in Zürich von einem Mitarbeiter. War irgendwie eine halbe Stunde Autofahrt oder so. Ich glaube, das war irgendwo im Nordwesten, im Nordosten der Schweiz. Ja, und da waren wir. Und das war total schön. Also ich habe irgendwo auf... Ich habe mal ein Bild gemacht, das, mein Blick aus dem Hotelzimmer wie bei Heidi, ne? Also auf so einer Alm und die Kuhglocken läuteten da und das war total nett. Und Pramol, wie gesagt, ein Schweizer Chemiehersteller, den wir auch im Programm haben bei uns und machen tolle Produkte und das war da echt klasse. Ja. Ein bisschen Werbung muss sein. Ich meine, mein Hauptarbeitgeber tut auch seinen Anteil daran, dass wir hier so, ne? So. Dass ich jetzt ein Firmenfahrer. Das kommen wir noch zu. Rheinlein.de. Nächste Frage. Basler Schäfer. Hallo ihr zwei. Mich würde interessieren, lieber Fisch oder Fleisch und lieber Gemüse oder Pasta. Viele Grüße aus Mörfelden-Walldorf von Sabine. Sabine Basler Schäfer ist das genau. Fisch oder Fleisch, Gemüse oder Pasta? Ich zuerst. Mhm. Eindeutig Fleisch. Also bei Fisch gibt es nicht so viel. Ne? Ich als norddeutscher Hamburger Jung, ich bin da ganz untypisch. Fisch, da gibt es bei mir Fischstäbchen, den Fischmeck von McDonald's und Lachs. Genau, den wir essen ja zu Weihnachten normalerweise, aber ich habe mich heute befreien lassen, aber Lachs auf Gemüsebett. Lachs, das ist unser Weihnachtsessen. Was es manchmal bei deiner Mutter gibt? Forelle. Forelle. Ja, das ist ja aber auch so eine Lachsart. Schwarzbrot. Ja, geräucherte Forelle. Aber das so, ist da auch. So aus Fisch selber mache ich mir nun so absolut gar nichts. Und was war das andere? Pasta oder Gemüse? Ja, eindeutig Pasta. Aber sowas von. Meine Kollegen lästern schon immer über mich, weil ich irgendwie gefühlt alle 2 Tage mit Nudeln ankomme. Ja gut, Nudeln sind aber auch, um es zum Meal Preppen, also zum Vorbereiten, sind Nudeln natürlich einfacher und besser als, na gut, Reis geht auch, aber Kartoffeln zum Beispiel, die schmecken aufgewärmt nicht unbedingt oder wenn sie vorher nochmal eingefroren waren oder so, da sind halt Nudeln oder ist Pasta halt dann der Vorreiter, wenn man sich Essen vorbereitet. Nudeln können ich Interessen. Und du? Fisch oder Fleisch? Also ich würde beide Oders durch uns ersetzen. Fisch und Fleisch, also nicht gleichzeitig. Aber ich esse gerne Fisch. Ich esse nicht jeden Fisch, aber auch gerne Fisch. Ich esse auch gerne Fleisch. Und bei Pasta oder Gemüse würde ich sagen Pasta mit Gemüse. Also auch da nicht das Oder. Ne? Also ich esse gerne Gemüse. Es gibt ja Leute, die essen nicht so gerne Gemüse. Ich esse zum Beispiel sehr gerne Fisch mit Gemüse. Also wenn ich dann mal, ich habe ja in der Werkstatt meinen Dampfgarer, da kommt dann ein Stück Lachs rein und dann ein bisschen Brokkoli und Möhre. Und das ist dann so mein Mittagessen. Das mache ich mir recht häufig. Also Gemüse mit Fisch. Das ist so für mich ein Alltagsessen auch. Das esse ich sehr gerne. Ich guck mal, ich gehe mal zeitlich, mache mal einen Sprung. In Februar, was hatten wir da denn so? Da hatten wir ganz viel Zahnarzt. Ja, da ging dann die Bahn los, ne? Und dann hatten wir Anfang Februar Teambuilding von der Firma aus. War auch witzig, da haben wir so in der Firma so Wettrennen gemacht mit Einscheibenmaschinen und so. Wir haben ja 2 Standorte, ne? Ein Standort unten in Langfeld, das ist bei Leverkusen.
Und ich arbeite in Oststeinbek, das ist quasi die erste Gemeinde östlich von Hamburg in Schleswig-Holstein. Und alle Kollegen waren halt mal bei uns in Oststeinbek und da haben wir halt so ein bisschen, ja, Teambuilding-Maßnahmen gemacht, aber es war mehr Praxis. Also es war wirklich viel Blödsinn machen, die Chefs haben sich da tolle Sachen einfallen lassen. Und haben wir sonst was im Februar? Nö. Das hast du gar nicht mit mir abgesprochen, dass du das damit durchgehen willst. Ja, ich muss auch mal spontan sein. Wir wirken heute wieder total unkontrolliert. Ja, aber das ist, es ist halt ungeskriptet. Und dann haben wir noch, waren wir einmal essen mit Papa und Vera. Ja, super. Bei Inos. Ja. Hast du noch eine? Komm, ja, mit. Natürlich. Ich habe, gleich. Ich trinke mal einen Schluck. So. Du kannst nebenbei zuhören. Tante Kreativ hat einen ziemlich langen Post geschrieben, sind auch mehrere Fragen drin, aber ich lese den einmal durch und dann können wir es so peu à peu beantworten. Lieber Alexandra, lieber Sven, welche Eigenschaft schätzt ihr bei dem anderen und welche macht euch fuchsteufelswild? Ich liebe ja die Scrapbooking am Freitag und habe auch vermutet, dass dein Stempelset vielleicht in diese Richtung geht. Wird das Scrapbooking am Freitag im neuen Jahr wieder regelmäßig kommen? Vielleicht immer am ersten, letzten Freitag im Monat oder so. Muss ja nicht jede Woche sein, das wäre auch zu viel verlangt. Ich freue mich schon sehr auf euren Jahresrückblick, denn so bin ich vor 5 Jahren auf deinen Kanal bei YouTube gestoßen und zum Kartenbasteln gekommen. Ganz liebe Grüße aus Berlin, sendet Sabrina. Danke für die Frage, Sabrina. Und schön, dass du über den Jahresrückblick zu uns gefunden hast. Vielleicht ist es das ja auch so, dass dieses Jahr über den Jahresrückblick neue Leute zu uns finden. Dann stört euch nicht, das Video oder diesen Kanal zu abonnieren. Das ist hier ist immer so ein bisschen was los. Und wir freuen uns über jeden Abonnenten und über jeden, der auch gerne bei uns bleibt. Ich glaube, der allererste Jahresrückblick, ich weiß gar nicht mehr, vor wie vielen Jahren das war. Da war ich das erste Mal, ne, vor der Kamera. Ich weiß es gar nicht. Ja. Aber welche, fangen wir mal an. Welche Eigenschaft schätzt ihr bei dem anderen und welche macht euch fuchsteufelswild? Ich sage erstmal Prost. Prost. Du hast ja gerade getrunken. Du hattest ja jetzt Zeit. Ich habe noch nicht getrunken, ich habe das zur Seite gestellt. Hast du gar nicht gesehen? Nee, habe ich gar nicht gesehen. Welche macht dich fuchsteufelswild und welche schätzt du an mir? Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ja, was macht mich fuchsteufelswild? Habt ihr Zeit? Nee. Spinnst du? Ich habe noch mal was vorbereitet. Also mich macht gar nichts fuchsteufelswild. Das wäre wohl auch noch schöner. Und noch schöner wäre es ja wohl, wenn es irgendetwas gäbe, was mir nicht passen würde oder womit ich Herausforderungen habe. Das werde ich bestimmt nicht in der Öffentlichkeit mitteilen, weil das gehört sich nicht. Ich kann doch nicht meinen Ehepartner, meine Ehepartnerin in der breiten Öffentlichkeit irgendwie da negative Punkte aufzählen. Vielleicht mal mit einem Lächeln oder so, aber so Sachen, die mich fuchsteufelswild machen, die gibt's nicht. Ja, das ist aber auch witzig. Ne? Ja. Also da gebe ich dir aber auch recht. Also das macht man unabhängig nicht. Davon, dass ich gar nicht weiß oder mir jetzt gar nichts einfällt, was mich fuchsteufelswild macht, würde ich das auch nicht breitreten. Aber es gibt auch nichts, was mich fuchsteufelswild macht. Nee. Du hast so ein paar Ticks, wo ich sage, so ja, typisch mein Mann. Aber das hat, glaube ich, jeder. Aber das ist nichts, was mich fuchsteufelswild macht. Also sicherlich haben wir verschiedene Auffassungen von Ordnung. Nein, ich bin kreativ und du Alexandra bist pedantisch. Ist ja kreativ und ich erinnere mich. Bei dir steckt so ein bisschen Beamtentum mit drin, ne? Svens Familie viele waren bei der Post verbeamtet und so. Letztes Jahr zu Weihnachten waren wir ja bei ihrer Mutter und da kamen so alte Briefe zum Vorschein. Und da hat ihr Bruder irgendwann mal an die Großeltern geschrieben, irgendwie Alexandras Zimmer ist immer noch nicht aufgeräumt oder irgendwas war. Aber das ist sie halt. Mein Gott. Wer kreativ ist, der muss das ausleben. Und jeder, der irgendwie schon mal einen Maler oder ein Künstlerateliers von innen gesehen hat, der weiß, wie das aussieht. Und das ist ja auch bei Bastel, Queens und Kings. Ich krieg's aber auch immer wieder aufgeräumt. Ne? Also und so von ist daher, es nicht. Also wenn ich will, kann ich. Ich kann halt nur nicht, wenn ich in einem kreativen Prozess bin, dann kann ich halt keine Ordnung halten. Nee, muss und auch das nicht. Ist auch immer so, das gibt auch so Dinge, die sind mir nicht so wichtig. Ne? Wenn mir es ist ja auch oftmals so, mir kommt was, ich bin beim Aufräumen und dann schießt mir was in den Kopf. Und dann sieht es noch schlimmer aus als vorher. Also man kann ja zum Beispiel, wir haben ja hier so eine Zweiercouch. Ich habe ja dich dafür zum Aufräumen. Genau, wir haben ja hier so eine Zweiercouch. Und man kann eigentlich die beiden Plätze schon ziemlich genau zuordnen. Da gilt auch die Ein-Drittel-Zwei-Drittel-Regel. Ich habe meinen Platz. Ein Drittel?
Und Alexandra hat ihre Wohnung. Zwei Drittel. Auf der Couch. Na. Ist doch gerecht geteilt in der Ehe, oder nicht? Und was schätze ich besonders? Also ich schätze ganz besonders, und da sind wir uns auch eigentlich einig, seitdem wir uns kennen, jeder ist trotzdem ein ziemlich starkes Individuum. Ja, wir lassen den anderen so, wie er ist. Ne? Wir sind ein super Team und da passt auch nichts dazwischen. Aber wir sind nicht abhängig voneinander. Und das finde ich ganz prima, dass Alexandra ihren Weg geht. Natürlich vieles mit mir abgesprochen und so. Aber wenn sie da nicht so gut wäre, wie sie ist, und das, da bin ich wahnsinnig stolz auf sie, und das sage ich auch immer und immer wieder frei raus, das ist also wirklich top. Da ziehe ich so meinen Hut vor. Das, was Alexandra leistet, nicht nur tagsüber, manchmal wird sie nachts wach, muss sich irgendwas aufschreiben oder zieht sich zurück an den Rechner und entwirft irgendwas oder. Die Abende sind manchmal sehr lang, da kommt sie irgendwann um 8, um 8:30 erst nach Hause. Huch, oh, schon so spät, habe ich gar nicht mitgekriegt, ich war so völlig vertieft. Also das kann man gar nicht hoch genug anrechnen, wie professionell sie auch wirklich an viele Dinge rangeht. Und das kann mir, glaube ich, jeder bestätigen, der sich dieses Video anguckt, der den Kanal von Alexandra abonniert hat. Das ist schon wirklich auf allerhöchstem Niveau. Das finde ich super. Ne? Danke. Ja, gerne. Das war jetzt so. Mal so ein richtigen in Richtung Stamina-Up, aber bei Alexandra ist es wirklich so, sie ist eine starke Persönlichkeit und ich kann mich selber jetzt nicht so beurteilen. Doch, aber du auch. Aber du machst es anders. Ja. Da sind wir gleich bei dem, was ich sage. Und wir können wirklich beide von uns aus sagen, jeder hat so seinen Freiraum. Und das ist auch gut so. Das ist auch wichtig. Ja. Das ist auch definitiv wichtig. Jeder hat seinen Freiraum, ohne dass er an dem anderen klettert. Aber auch, wir finden auch immer wieder zueinander. Also es ist jetzt nicht so, dass wir uns aus den Augen verlieren, nein, auch tagsüber nicht oder so. Und jeder lässt den anderen aber auch mal machen. Was ich an Sven schätze, ist sein überaus freundliches Wesen. Sven hat ein wahnsinnig ruhiges und freundliches Wesen. Und das hat er von Natur aus. Das ist ganz häufig, das ist mir jetzt auch Weihnachten wieder aufgefallen. Sven ist, also wir sind Weihnachten immer sehr impulsiv in unserer Familie, quatscht immer jeder durcheinander und ganz wild und wir waren gar nicht so viele. Sven hat daneben gesessen, hat dann gehorcht und dann hat er was gesagt und das waren ganz wenige Worte und er hat das so zusammengefasst und aus einer Perspektive, so einen Schritt rückwärts beobachten und mit so schlauen Worten. Und und das ist häufig bei dir so. Du bist auch so mein Regulativ, weil ich bin ja so eine Impulsive. Ne? Ich kann ja auch ganz schnell mal hochgehen, wenn mir was nicht passt. Ne? Und dann ist er immer so, dass er sagt so von wegen, schlaf noch mal eine Nacht drüber, bleib ganz ruhig. Ne? Das habe ich auch etwas, was ich von ihm gelernt habe, dass ich dann auch einfach mal einen Schritt zurückgehe, bis 10 zähle, manchmal auch bis 100 zähle und das einfach mal aus einem anderen Blickwinkel sehe. Und da ist Sven sehr, du bist, was das angeht, sehr weise auch. So, du müsstest eigentlich einen ganz langen weißen Bart haben. Also Sven ist sehr besonnen und sehr freundlich und er begegnet auch jedem Menschen freundlich. Das kann ich von mir nicht unbedingt behaupten. Ich kann auch mal anders, aber Sven, ich habe das erst einmal erlebt. Da hat er eine Stimme gekriegt, wo ich sagte so, ja gut, im Beruflichen ist es ja auch mal so, da bin ich, glaube ich, auch ganz anders, als ich privat bin. Aber Sven ist schon ein sehr ruhiger und bedachter. Sven hat andere Menschen im Blick, ob es denen gut geht oder ob es denen nicht gut geht. Und das schätze ich an ihm. Das schätze ich wirklich an mir. Und du bist so ein Regulativ. Und er ist halt, auch wenn es vielleicht manchmal so rüber, wir flachsen ja mal so ein bisschen, ich unterjoche ihn nicht. Es ist nicht so, dass ich hier die Pantoffeln anhabe. Also wir sind schon auf Augenhöhe und gleichberechtigt. Aber dass er auch mir den Rücken so frei hält. Moment, und haben das wir beide Socken. Und das ohne Murren und Knurren. Ne? Also welcher Mann macht schon so den Haushalt, wie Sven ihn macht? Und so viel im Haushalt auch, das sind nicht viele. Kochen, daran können wir noch arbeiten. Nee, das mache ich. Aber du machst super gut die Küche sauber. Ich kann super gut Lieferando.de auswählen. Und
was mich fuchsteufelswild macht. Es gibt nichts, was mich fuchsteufelswild macht. Es ist auch so, wir leben sehr harmonisch miteinander, ohne dass man Sachen runterschluckt, unausgesprochen oder so. Also bei uns brodelt unter der Oberfläche nichts. Ne? Wir haben, als wir so frisch zusammen waren in meinem Freundeskreis, fragte mich immer die eine Freundin, und habt ihr euch schon gestritten? Dann haben wir sie nach einem Jahr oder zwei Jahren mal wieder gesehen. Das heißt, habt ihr euch schon gestritten? Und wir haben immer gesagt, nee. Nein. Sicherlich haben wir manchmal auch, dass die Nerven ein bisschen blank liegen oder man ein bisschen dünnhäutig ist, aber wir haben uns nie gestritten und wenn wir mal so ein bisschen uns angeknatscht haben, sind wir mit diesem Streit nie ins Bett gegangen. Ich habe seit ungefähr ein Dreivierteljahr, habe ich so einen 3-in-1 Staubsauger. Komm, ich sage nochmal Prost. Da kommt auch gleich nochmal die Frage danach. Die kann ich ja dann vielleicht gleich mit dazu bringen. Ich meine Helga, nicht Horst. Mhm. Helga, oh, willst du jetzt die Geschichte von heute Morgen erzählen? Ich finde das eigentlich, Helga ist unsere kleine AEG 3-in-1 Staubsauger-Dame, die steht auch drüben. Das ist halt so ein akkubetriebener Staubsauger. Und da kannst du das Handteil abnehmen. Und immer wenn wir gefrühstückt haben, also am Wochenende, da schnappe ich mir diesen Staubsauger und gehe einmal so brrr, über den Frühstücksteller. Jedes Mal. Nicht über den Teller, nur über den Platz. Er saugt die Krümel auf. Das ist eine Höllenmaschine. Da erkenne ich dann immer meinen Vater wieder. Das hätte meine Mutter mit meinem Vater so auch nicht machen können. Der hätte auch gemotzt. Aber es ist alles auf einer freundlichen Ebene. Ich stelle mir noch was ein. Ich bin gerade schon hier am Überlegen, weil es gab eine Frage, vielleicht kommen wir danach auch noch mal zu, wie deine... Ich kann ja mal. Deine Erfahrungen mit dem Saugroboter, Saugwischroboter jetzt jo, nach einem Jahr gut. sind. Ich mache mal einen Sprung in die. Erzähl mal über deinen Saugroboter. Wenn wir schon dabei sind, kannst du darüber jetzt auch erzählen. Du hast ja Werbung eingeblendet. Ich habe mir vor einem guten Jahr, da waren wir zu Besuch bei Stefan und Nine in Berlin, anlässlich von Johannes Oerding Konzert, waren wir da und da hat Stefan mir ganz stolz seinen Saugroboter gezeigt. Und ich habe da schon lange irgendwie mit geliebäugelt, war aber zu geizig für das Geld ausgeben und so, aber mir, also ja, ich mache viel im Haushalt, aber Staubsaugen ist A, zeitraubend und B, boah, auch irgendwo kraftraubend. So, und dann hat er mir seinen Sauger gezeigt, ne, so ein kleines rundes Teil, hier und fährt da hin und macht dies und das und geil, will ich auch. Jetzt komm, ist mir egal, will ich auch. Ich habe mich dann seinerzeit entschieden für einen Roborock S7 Plus. Glaube ich. Ich glaube, so genau müssen wir das gar nicht erzählen. Ist egal. Der hat auch noch so eine Absaugstation. Also der fährt zurück und saugt sich selber leer. Und da sind halt, ich habe den irgendwann nochmal nachgerüstet mit so einem Beutelsystem. Also ganz ehrlich, ich gebe das Ding nicht wieder her. Sollte da auch nur irgendwann mal kaputt sein, am nächsten Tag wird ein neuer bestellt. Ne? Der nimmt mir hier so viel Arbeit ab, den lasse ich dreimal die Woche durch die Wohnung saugen. So kann auch wischen nebenbei und wenn so ein Teppich kommt, dann hebt er seinen Wischmopp ein bisschen an, damit der Teppich nicht schmutzig wird. Wir haben hier Laminat, wir haben Fliesen in der Küche und im Badezimmer, wir haben im Schlafzimmer und im Arbeitszimmer haben wir halt nur Teppichboden. Natürlich musst du hinter der Tür, also überall da, wo der nicht hinkommt, musst du nachsaugen. Dafür haben wir halt diesen 3-in-1 Akkusauger. Ne? Helga. Ne? Und freitags ist so mein Haushaltstag, das heißt, ich komme freitags meist so 3, 4 nach Hause, ist die Wohnung schon mal im Groben durchgesaugt. Ja. Das ist schon mal 2 Stunden Arbeit, die mir abgenommen worden sind. Super. Seit neuestem habe ich die noch so ein bisschen Duftgranulat reingeträufelt, denn duftet die Wohnung so schön. Ja, sitzt an der Quelle. Und übrigens von Pramol. Ja. Gibt es einen Frucht- und einen Blütentraum? Nee, jedenfalls gebe ich den nicht wieder her. Also, und dann hat er, wie gesagt, noch so eine Absaugeinheit. Normalerweise müssen diese Dinger ja spätestens nach 1-2 Mal saugen, müssen die ja leer gemacht werden, weil die nur so einen ganz kleinen Behälter haben. Ich habe mich für die Absaugeinheit entschieden. Da ist nochmal so ein Beutel drin. Den wechsle ich irgendwie gefühlt alle 2 Monate mal aus. Ein so ein Beutel kostet, was weiß ich, 2 Euro. Ich sage euch das, das Ding... Läuft, ist zuverlässig, muss natürlich auch mal gereinigt werden. Also so diese Bürsten oder Haare aus diesen Bürsten rausschneiden oder so. Ist alles Pipifax, ist alles innerhalb von 10 Minuten erledigt. Ich finde das Ding super. Ne, du kannst ihn auch von unterwegs mit dem Handy steuern, das ist aber alles Spielkram. Man sollte natürlich darauf achten, dass irgendwie nichts rumliegt, was er aufsaugen kann. Ich sage nur Wollknäuel.
Da hättest du ein Foto von machen können. Das hätte super gut in das Mini-Album gepasst. Alexandra strickt ja auch. Und dann hat er so einen Faden aufgenommen, ne, und hat den angefangen aufzurubbeln. Dieses ganze Wollknäuel war alle und dieser Sauger, wir haben in der Mitte von der Stube haben so einen kleinen quadratischen Tisch. Da ist er immer wieder um diesen Tisch rumgefahren. Ich glaube, ich war über eine Stunde beschäftigt und alles zu enttüdeln. Und ich wollte ja auch die Wolle nicht kaputt schneiden. Das heißt, ich habe mir dieses Ding genommen und habe alles feinsäuberlich entknotet und wieder aufgerubbelt. Und da sollte man schon drauf achten. Ja, jetzt die Tage hatte ich einen Ohrring verloren und ich wusste nicht, wo. Es kann auch drüben in der Werkstatt. Ich saß da und sah dann bloß, als ich mich fertig gemacht habe, oh, ich habe einen Ohrring verloren, aber keine Ahnung wo und wann. Den hat er dann auch in Horst wiedergefunden. Hier war noch, nur bevor du was anderes machst hier, und wir es vergessen, hier war noch ja noch eine zweite Frage drin. Nee. Und zwar geht es da ja schon mal so ein bisschen, wir kommen noch zu meinem Stempelset, da kommen noch ganz viele Fragen. Es ist ja ein Scrapbooking-Stempelset und die Frage ist, ob dann in diesem Jahr oder im kommenden Jahr wieder häufiger oder regelmäßig Scrapbooking am Freitag kommt. Also was kommen wird, ist, dass ich wieder ein bisschen mehr Scrapbooking-Content auf dem Kanal bringe. Das ist, bietet sich bei dem Stempelset natürlich an. Aber ob es dieses als Format Scrapbooking am Freitag als so ein festes Format ist, das weiß ich noch nicht. Und in welcher Regelmäßigkeit es kommt, weiß ich auch noch nicht. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Scrapbooking auch einfach mal so in einem Kreativvideo und einem Kreativkontest ist, Kontext ist, dass es einfach nicht so auf den Freitag gemünzt ist, ne? Dass es so fest und jede Woche oder jede 14 Tage und nur am Freitag und das engt mich ein bisschen zu sehr ein, aber es wird auf alle Fälle Scrapbooking-Content vermehrt auch wieder auf meinem Kanal kommen. Wie gesagt, das Stempelset bietet sich dafür einfach an, das ein bisschen mehr mit einzubauen und das ist auch ein Grund, warum ich das so entwickelt habe, wenn man das mal so schon vorwegnehmen darf, ne? Und das war die Fortsetzung dieser Frage halt noch. So, da haben wir das mit der Bastelei. Im März, ich mache mal einen Sprung auf März. Anfang März waren wir mal wieder im Genno-Restaurant. Das haben wir ein paar Mal dieses Jahr ja auch durchgeführt. Wir treffen uns alle so im Schnitt, so einmal im Quartal mit Carmen und Sascha, ich wollte schon sagen, Sascha ist ihre Friseure. Nee, Carmen ist Alexandras Friseure seit ganz vielen Jahren. Und hier in der Nähe gibt es das Genus am Hammersteiner. Ein sehr kleines, aber wirklich ganz tolles Restaurant. Ohne Reservierung geht da nichts, weil das einfach viel zu klein ist, um da spontan hinzukommen. Das machen zwei Männer, Eugen und Matthias. Eugen ist in der Küche, Matthias macht die Bedienung. Die beiden machen das schon ganz viele Jahre zusammen. Und das ist wirklich super lecker. Ja, wir gehen da immer wieder gerne hin. Und das ist halt eine schöne Tradition geworden. Und toll. Wir waren, bevor wir diese Tradition wieder haben aufleben lassen, 10 Jahre haben wir versucht, einen Termin zu finden, um miteinander essen zu gehen. Es hat wirklich 10 Jahre gedauert, von meinem 40. bis zu meinem 50. Geburtstag. Ja. In den 10 Jahren wollten wir essen gehen. Und was wir jetzt machen, und das ist auch ein Tipp vielleicht für all diejenigen, denen es auch so geht, weil es kommt immer irgendwas dazwischen oder so. Wir machen, wenn wir beim Essen sind, gleich den nächsten Termin. Einmal im Vierteljahr, dann kann natürlich immer noch mal was dazwischen kommen, aber letztendlich plant man dann sein eigenes um diesen Termin herum. Man nimmt dann an dem Tag keinen anderen Termin mit rein, sondern der steht schon fest. Und das Lokal ist halt auch schon reserviert. Und das machen wir tatsächlich immer schon mit im Lokal, dass wir den nächsten Termin mit festlegen. Und seitdem klappt das auch gut, ne? Und dann waren wir... Und das ist also immer wieder schön und es ist eine schöne Tradition, auch einfach mal zusammen essen zu gehen, mit jemand anderem auch. Und dann gab es Ende März, einen Tag vor Beginn der Sommerzeit, unser Frühlingsbasteln bei Irene und Joe. Nee, da waren die beiden hier. Stimmt. Das war dieses Pleiten, Pech und Pannenbasteln. Das zieht sich ja dieses Jahr so ein bisschen durch. Das fing ja schon damit an. Ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt. Irene und Joe steckten im Stau. Und wir haben das damals jetzt nicht erwähnt, weil wir die Diskussion nicht haben wollten. Jetzt können wir ja drüber sondern reden. Wir hatten hier auf den Elbbrücken Klimakleber. Elbtunnel war gesperrt, glaube ich. Wegen Bauarbeiten. Die Elbbrücken wurden blockiert durch die Klimakleber und da standen die beiden halt in einem Stau und da ging es. Und da geht hier in Hamburg gar nichts mehr. Wenn die Elbbrücken dicht sind, geht hier in Hamburg einfach gar nichts mehr. Und dadurch kamen sie halt ein bisschen zu spät und dann fiel noch die Frontkamera aus und oh. Aber da hast du schön mit mir überbrückt am Anfang. Das Projekt, was ich mit Irene basteln wollte, das hast du dann mit mir gebastelt. Das hat ganz gut funktioniert, aber am Ende war ich nervlich.
Das war also wirklich Pleiten, da war ich Pechen. Echt durch. Und das ist auch ein Stress, selbst wenn man als Zuschauer da sitzt und sagt, ach, das gehört zum Live-Video mit dazu. Wenn du da drinnen steckst, du bist so im Stress, weil du willst, dass die Technik funktioniert und dann mal eben so im laufenden Betrieb gucken, woran das liegt mit der Kamera, eine neue Kamera zu installieren, das ist nicht ohne. Und vor allen Dingen, es ist meine Werkstatt, es ist meine Technik und ich muss halt gucken, dass die Show am Laufen bleibt. Und das ist echt Stress. Weil es soll ja für euch auch weiterhin unterhaltsam sein. Sonst hätten wir sagen können, ach komm hier, wir machen jetzt erstmal hier ein Testbild für eine halbe Stunde und richten das wieder ein. Das wäre für euch nicht interessant gewesen, für uns ein No-Go. Und das war schon Stress. Aber es ist halt, man lernt halt auch daraus und man lernt mit solchen Situationen umzugehen. Und mittlerweile lachen wir ja drüber. Ne? Und sowas bleibt in Erinnerung. Ne? Jedes durchgeplante, super perfekte Video ist gesehen und vergessen, weil es wie alle anderen. Aber so ein Ding, ich glaube, da sprechen wir in 10 Jahren noch drüber. Ich hatte schon einen Troll dieses Jahr in der Werkstatt, was Technik angeht, aber da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ich habe hier noch Die Melanne. Manchmal sind ja so Nicknames auch ein bisschen schwierig. Ich vermisse Frau Lü so sehr und frage nach einem Schminkschnack. Liebe Grüße nach Hamburg. Ich vermisse Frau Lü auch sehr, aber im Moment habe ich einfach überhaupt keinen Puffer. Sven hat heute einen riesengroßen Sack nach unten gebracht. Ich weiß gar nicht, ob du da reingeguckt hast. Das war meiner. Wir kriegen Besuch jetzt über die nächsten Tage und dann brauchen wir das Gästezimmer. Und unter meinem Schminktisch stapelte sich der Beautymüll. Den habe ich jetzt erstmal in einen großen Sack gepackt, in der Hoffnung, dass ich es vielleicht doch nochmal in 2 Videos abgedreht kriege. Das hat Sven heute erstmal in den Keller gebracht. Alexandra strickt ja neuerdings. Das hat aber mit Frau Lüse. Ich kann mit den Strickcontent und sie hat mir eine, Frau Lü reinsetzen. Sie hat mir eine Mütze gestrickt. Ja, hol die doch mal. Ich stehe erstmal vorsichtig auf, vorbei an Mikrofon, Kamera, 2 Scheinwerfern, 100.000 Kabel, Verteilersteckdose etc. Kannst du meine gleich mitbringen? Und dann kann ich einfach mal ein bisschen erzählen. Das kommt ja auch noch so ein bisschen im Jahresrückblick. Ich habe meine Wollliebe wiederentdeckt und seit Juni, nach dem Teamtreffen habe ich damit, glaube ich, angefangen, Juli, vergeht kaum ein Tag, an dem ich nicht stricke. Ich stricke so gerne, ich liebe das und das entspannt mich abends und das ist für mich Hobby geworden. Und ich bin jetzt gerade dabei, ich habe heute einen Pullover abgenadelt, den Meet the Captain. Den habe ich ja im Juni oder so angefangen. Was willst du da? Guck mal hier, ich zeige euch das mal in die Kamera. Kann man das sehen? Der Produktzeigemodus müsste anspringen, wenn du ihn nicht rausgenommen hast. Da steht Handmade by Frau Lü. Genau. Und das ist meine Mütze. Da kriegt er auch noch ein zweites Teil mit dazu, aber da ist die Anleitung noch nicht zu veröffentlichen. Die ist gut, ne? Ja, und ich habe die gleiche Mütze. Ich habe mir nur noch einen Bommel mit draufgesetzt. Aber ich setze sie jetzt nicht auf, weil ich habe was ja am Dings. Aber ich habe die gleiche Mütze. Ist von Appelbanne Design. Handmade bei Frau Lü. Ich habe ja natürlich gleich vorgeschlagen, mach das öfter und verkauf das und Nein, das darf ich nicht, weil das ist von der Anleitung her. Das ist eine Kaufanleitung von Inga. Appelbanne Design, das ist die Ries Lock, falls das jemand interessiert, R-I-S und dann zweites Wort Lock, L-O-K-K, heißt so viel wie Reismütze, das Muster ist das Reismuster. Und das ist eine Kaufanleitung, die Mütze zu stricken und das darf nicht weiterverkauft werden, das fertige Werk. Aber kannst ja so mal sagen. Wie gesagt, ja, aber ich stricke halt wahnsinnig gerne und das ist vielleicht was ich auf dem Frau Lü-Kanal nochmal mit einbinden kann. Ich habe jetzt, wie gesagt, den Meet the Captain abgenadelt endlich, den habe ich ja schon einmal komplett fertig gestrickt und stellte dann fest, dass er mir zu groß ist und dann habe ich ihn aufgetrennt bis hier hoch, Arme, Rumpf und ich habe nur noch die Schulter gehabt und jetzt habe ich den fertig gestrickt, weil ich möchte zum Jahreswechsel kein großes Projekt. Ich werde noch einmal einen Socken angenadelt haben und habe jetzt hier noch ein T-Shirt liegen, aber das ist auch fast fertig und das möchte ich zum Jahreswechsel sauber haben, damit ich einen schönen Neujahrsanstrick machen kann. Gib mir mal ein halbleeres Glas. Wollleidenschaft habe ich nämlich hier in meinem Minibook auch drin. Also das ist etwas, was mich durchs Jahr begleitet hat und was mich happy macht, was ich total gerne mache, was mich jetzt aber nicht davon abhält, Frau Lü Schminkschnack zu drehen, weil den Schminkschnack, den habe ich dann, wenn morgens gedreht und nicht abends, wenn ich dann aus der Firma zurückgekommen bin. Ne? Aber ich versuche da ein bisschen Zeit zu finden, aber garantiert nicht im Januar, weil im Januar haben wir ganz andere Sachen vor oder zu tun. Also ich habe ein bisschen Angst vom Januar, aber ich freue mich auch auf den Januar, weil ja mein Stempelset startet und das wird viel Arbeit für uns sein, hoffe ich, dass das so gut bei euch ankommt. Aber ich habe auch ein bisschen was im Petto. Das erzähle ich euch aber allerspätestens am 4. Januar auf meinem Kanal.
Da ist zum Beispiel auch die Frage hier mit dazu, Zauber des Regenbogens. Ich würde gern wissen, Alexandra, wie hast du dich gefühlt, als du dein fertiges Stempelset das erste Mal ausgepackt und in den Händen gehalten hast? Also ich habe jetzt gerade die Worte ein bisschen verdreht. Herzklopfen, Freudentränchen, erzähl mal, wie war's? Weder noch. Und es war relativ nüchtern, weil ich muss dazu auch sagen, es war... Normalerweise heißt es, 3 Monate vor Veröffentlichung bekommt man das Stempelset zugeschickt. Und dann habe ich gedacht, naja, so ab September habe ich damit gerechnet, weil ja ab Dezember für Demonstratoren das schon veröffentlicht ist. Und dann habe ich so ab September schon so ein bisschen in den Startlöchern gehockt und habe dann auch schon gesagt, du brauchst es ja für Merchandise und Fotos machen und alle möglichen Drucksachen und vorbereiten. Und es kam und kam und kam nicht. Und ich glaube, Anfang November war es, dass ich dann mal bei Stampin' Up so ganz leise angefragt habe und gefragt habe, Leute, wann bekomme ich denn mein Stempelset? Dann habe ich erst in Frankfurt beim Support, bei unserem Support, die haben dann gesagt, das können wir dir nicht sagen, das ist nicht auf unserer Agenda. Dann habe ich mich an unseren Ansprechpartner für Demonstratoren gewandt. Der konnte mir auch nicht so richtig weiterhelfen, hat das aber nach Amerika weitergeleitet. Und dann bekam ich die Antwort, ja, du kriegst das zugeschickt aus Frankfurt, also aus unserer Zentrale. Und dann verging aber auch nochmal 2 Wochen und dann hatte ich es endlich. Und das hat so ein bisschen die Stimmung getrübt. Aber als ich es dann hatte, womit ich nämlich nicht gerechnet hatte, ist, dass ich es auch in Englisch und Französisch bekommen habe. Und es war schön eingepackt und das war schon ein schöner Moment. Aber es war so ein bisschen, der Zauber war so ein bisschen weg. Die Emotion war jetzt nicht so da, wie man das vielleicht erwartet. Nun muss man auch davon, also dieser ganze Prozess des Stempelsets ist ja schon über 2 Jahre. Der läuft ja schon über 2 Jahre und dass es fertig designt ist und fertig steht, das ist ja schon fast ein Jahr her. Insofern war das so, ja, das war so schon so eine Selbstverständlichkeit. Natürlich habe ich mich drauf gefreut, dass das auch endlich in den Händen zu haben. Ich musste mir auch ein bisschen in Erinnerung rufen, wie es dann jetzt eigentlich aussieht. Ein bisschen hab ich ja dann auch schon vergessen gehabt. Aber der Moment, es gab einen emotionalen Moment. Und da war hier auf der Couch, als nämlich Sven den Katalog hatte, als er dann in Papierform hier war und die Seite von dem Katalog aufschlug und ich es in dem Katalog gesehen habe. Da habe ich es ja mal so in so Größe und gedruckt gesehen und ich mag die Katalogseite auch, die ist gut gestaltet, die ist schön gestaltet, es ist schön präsentiert im Katalog und da war für mich so ein Moment, dass ich gedacht habe so, da ist es tatsächlich. Also es war gar nicht so dieses physische, das Stempelset in der Hand halten, sondern es gedruckt im Katalog zu sehen und zwar nicht, indem ich den Katalog aufschlage, obwohl ich hatte den in Papierform noch gar nicht aufgeschlagen, ich kannte ihn natürlich schon digital, aber zu sehen, wie Sven diese Seite aufschlägt und ich das dann plötzlich gesehen habe, das war schon ein toller Moment, das war wirklich toll. Und natürlich war ich auch auf eure Reaktion am Anfang schon gespannt. Ich habe es ja schon mal gezeigt, weil ich weiß, dass viele damit gerechnet haben, dass es ein Blumenset wird, wegen frühkindlicher Prägung. Aber Leute, wir haben schon so viele Blumensets im Katalog. Und jeder sagt immer auch schon wieder ein Blumenset, dass ich gesagt habe, nee, ein Blumenset wird das ganz bestimmt nicht. Und zu der Zeit, als ich das entwickelt habe, habe ich ja regelmäßig Scrapbooking am Freitag gemacht und habe gesagt, so von wegen, da sowas fehlt uns noch. Und deswegen habe ich das Set entwickelt. Und es hat halt auch so lange gedauert, weil es thematisch nie mit reingepasst hat. Ich habe mich nicht an ein bestehendes Stempelset oder eins, was schon in der Entwicklung weit fortgeschritten war, gehängt, sondern ich wollte meins haben und habe deswegen gesagt, ich warte auch gerne länger und deswegen hat es auch so lange gedauert. Aber ich bin schon bunny stolz darauf. Kannst du auch. Und wie gesagt, es gibt ja 2 Workshop to go, die am 4. Januar online gehen und eins davon ist dieses Mini-Album und das habe ich mir mit hierher genommen. Wir haben dieses Jahr kein Glücksglas gehabt, aber ich habe einen Jahresrückblick in Bildern. Ich habe quasi Svens Handy genommen und mein Handy genommen und habe einfach mal drin gestöbert, was für Bilder da drin sind und habe mir ein paar Bilder rausgepickt und dann hat man, das ist erstaunlich, da erinnert man sich an Dinge aus dem Jahr, die man gar nicht mehr auf dem Zettel hatte und das finde ich halt toll. Aber das ist wie gesagt ein Workshop, den gibt es ab Januar, da erzähle ich dann noch mal ein bisschen mehr mit dazu. Nur zu dieser Emotion, wie es war, als ich mein Stempelset in der Hand hatte. Es war gar nicht so spektakulär, wie man sich das vorstellt. Es gab andere Momente da drumherum. Ja, aber trotzdem kannst du zu Recht stolz wie Bolle sein. Weil ja, bin ich das auch. Das Ding hast du ja wirklich selbst entworfen.
Und das, ja, das kam ja noch dazu. Deswegen hat es ja auch so lange gedauert. Ne? Als es herauskam oder als klar war, sie darf sich jetzt ein eigenes Stempelset entwerfen, da hast du mir ja noch so die ersten Skizzen und so gezeigt. Und dann war das ja noch mit dieser Weltkugel, ja, die du zuerst drin hattest. Das ist aber was ich auch am 4. Januar erzähle. Also ja, wir wollen jetzt nichts vorweggreifen, aber dadurch, dass sie das komplett selbst gemacht hat und es nichts Fertiges war, was also quasi bei Stampin' Up! Schon vorhanden war und man irgendwie nur seine Unterschrift noch nicht mal eine musste, Idee zu so einer Produktreihe oder muss, sowas vorhanden war. Muss ja dieses Stempelset auch irgendwann in einen Katalog eingebracht werden. Und die Vorarbeit für diese Kataloge, das dauert ja in der Regel eineinhalb, zwei Jahre. Und das ist eben auch der Grund, warum es erst jetzt erscheint. Ne, ja. Weil, also es ist ja nun nicht so, dass Demonstratorin XY, die jetzt die Million erreicht hat, ein Stempelset hat, dass das nun zack in den nächsten Katalog kommt, ja, sondern diese ganze Vorarbeit, die dahinter steckt, wir konnten das ja nun wirklich auch in Salt Lake City sehen. Also es ist ja im Hauptkatalog jetzt auch dieses Set drin mit dem Rucksack und dem Koffer, was so ein Reiseset ist. Ne? Da habe ich gedacht, da in diese könnte man das gut mit reinschieben, aber das Layout und die Entscheidung für diesen Katalog war schon so weit fortgeschritten, dass man mein Set da hätte nicht mehr integrieren können. Ja. Und dann haben sie gesagt, im Herbst-Winter-Katalog, da hätte es aber thematisch nicht reingepasst. Und dann haben sie gesagt, wenn es für dich okay ist, dann packen wir es in den Frühling-Sommer-Katalog. Und das war für mich vollkommen okay. Jo. Und wie gesagt, ich hatte... Das Stempelset, da kommt auch noch mal eine Frage oder wurde eine Frage gestellt, wann für mich klar war, dass ich ein Scrapbooking-Set mache. Das war im Prinzip, als es daran ging, okay, ich gehe auf die Millionen zu. Das heißt, ich werde ein Stempelset für mich designen dürfen oder eine Idee vorbringen dürfen. Da habe ich mich damit beschäftigt und es stand ganz schnell fest, dass ich was in Sachen Scrapbooking machen möchte, weil ich auch gesehen habe, dass wir da nicht so wirklich was haben, auch so Basics für Scrappen. Und da war für mich ganz schnell klar, dass ich sowas machen möchte. Und ich habe auch ihr werdet das am 4. Januar sehen, wenn ich das Video für euch vorbereitet habe, da zeige ich euch meinen allerersten Entwurf, was ich nach Amerika gegeben habe, was ich mir vorstelle. Also dieses Blumenelement, das habe ich nicht selber designt. Ich habe so einen Vorschlag gemacht, was man reinsetzen könnte. Und da werdet ihr sehen, dass das Stempelset im Prinzip damals schon, dass es gar nicht so viel abweicht von dem, wie es jetzt aussieht. Und da werde ich euch auch ein bisschen was dazu erzählen. Das ist ja auch wieder so typisch Alexandra, ne? So grübelt und überlegt. Und irgendwann kriegst du dann so als Ehemann morgens einen Zettel oder ein Blatt Papier präsentiert. So soll das aussehen. Das war damals mit ihrem Laden genauso. Ich war zwischen Weihnachten und Silvester vor ziemlich genau 7 Jahren, war ich drüben beim Friseur. Stand die Ladenfläche leer, ne, und ich gucke da so durch, oh geil, wird passen. Entschuldigung. Ich frage Ingo, ey, was ist damit? Ja, steht leer und so, bin ich nach Hause, sie geschnappt, ja komm, zieh mal deine Jacke. Nee, kein Fressen, nee. Ich sag, komm mit. Ich war thematisch in einem anderen Prozess so, drin. Ne? Denn ich sie da hingezerrt, ist ja nun nicht weit von uns. Ne? Ich sag, hier, guck mal, oh ja, toll, aber ein bisschen klein und ich kenne sie ja. Lass ihn mal machen. Erstmal motzen. Am nächsten Morgen, Blatt Papier, so soll der Laden aussehen. Fertig eingerichtet. Da Tisch, da Schrank, da dies, da jenes. Und so und steht er heute. Und das Witzige ist, genauso steht er heute. Steht er. Und ich habe mit den Maßen, ich habe nur Pi mal Daumen gesagt, das könnte das Maß haben und es passt haargenau. Ich habe zwar im Prinzip, ich war ja noch nie drin in dem Ding, ich habe das nicht vermessen, nichts. Ich habe das Ding gesehen, ich hatte das in Erinnerung und ich habe es über Nacht eingerichtet. 7 Jahre? Ja. Ist jetzt her, zwischen Weihnachten und Neujahr, ja, weiß ich noch. 7 Jahre. Genau, das verflixte 7. Pass auf, im April, wir machen das mal kurz und bündig, im April war bei uns, steht nicht viel. Da steht einmal... Das heißt aber nicht, dass da nichts war. Also ich kann mich jetzt nicht erinnern. Da steht einmal Reifenwechsel, Winter auf Sommerreifen. Hast du was immer? Was haben wir denn immer? Ich habe nicht chronologisch Ich wollte also, das chronologisch im, machen, das im Album. April habe ich aber nicht. Im April war... Hier, da ist ein Foto. Das war aber März. Das ist, ja, März. Wie gut, Leute, dass wir das Buch haben, ne? Leute, hier. Das musst du jetzt nicht zeigen. Doch, zeige ich. Das kann ich vielleicht auch einblenden, das Bild. Ich zeig das hier. Guck mal da. Da musst du ja aufstehen. Da seht ihr mich
Außerdem ist das ein Workshop, das ist kein öffentlicher. Ja, ist egal, aber das bin ja ich. Das ist ein Schubmaststapler. Und ich habe Anfang des Jahres ganz offiziell Staplerschein gemacht. Man darf mich Klaus nennen. Ihr könnt mal googeln nach Klaus Staplergaber. Nee, Gabelstaplerfahrer. Das kennen, glaube ich, ganz viele, ja. Nee, kenne nicht jeder. Klaus Gabelstaplerfahrer. In der Firma heiße ich jetzt auch Klaus. Also ich habe seit Anfang des Jahres ganz offiziell Staplerschein. Bei uns in der Firma bei rheinlein.de. Da helfe ich auch ab und zu mal im Lager aus. Und dann haben irgendwann die Chefs gesagt, oder ich habe auch gesagt, hey Leute, das ist irgendwie blöd. Ich muss wegen jedem Pups, muss ich sagen, Steven, helf mir mal, hol mir das mal runter. Oder Adi, helf mir mal. Hatte ich keinen Bock drauf. Da habe ich vorgeschlagen, lass mich auch den Staplerschein machen, nimm mal Geld in die Hand, schick mich da 2 Tage hin. Dann war ich hier in Bildbrook, Murfleet bei Still. Na, die bieten sowas an. Ein Tag irgendwie Grundlehrgang, so auf einem ganz einfachen. Und wir haben immer in der Firma aber einen sogenannten Schubmaststapler. Der ist noch ein bisschen anders, ein bisschen größer. Natürlich habe ich auch schon mal eine Palette runtergeholt, Maschinen. Ne? Da sollte ich dann irgendwie, das war so eine Einscheibe oder sowas, sollte ich aus 4 Meter Höhe runterholen. Ne? Guck, steck die Gabel rein, dreh natürlich. Wir wissen ja alle. Dreh natürlich und auf einmal Wurms, fliegen so 5.000 Euro runter. Ne? Sven ist ein Master of Disaster, hat er dieses Jahr auch schon wieder sehr gut. Unser Techniker Sascha hat das alles repariert und alles gut, nichts ist passiert. Ne? Und das gehört halt dazu, ne? Wo gearbeitet, fallen Späne. Aber ich habe, wie gesagt, Anfang des Jahres Staplerschein. Genau, wir waren im April und im April war mir was in Erinnerung, dass ich habe nämlich auch mit den Monatsnamen gestempelt. Im April hast du die Konzertsaison eröffnet. Hm? Und es war zum Beispiel auch eine Frage, da greife ich schon gesungen? Mal vor. Da waren wir auf keinem Konzert. Doch, also zumindest ist das Foto aus dem April, das war in den Eigenschaften im April hinterlegt. Es war auch die Frage, welches unser schönstes Konzert in diesem Jahr war und wie gut, dass ich den Jahresrückblick gemacht habe, weil da muss man erstmal gucken, welche Konzerte haben wir dieses Jahr gesehen. Du warst mit Jonny im April bei Latin Quarter. Ich war bei Latin Quarter. Da habe ich gar nicht eingetragen. Das, genau, das war in den Eigenschaften des Fotos hinterlegt. Das ist im April entstanden. Ja, Latin Quarter ist ja eine britische Popband. Habe ich vielleicht schon. Wie gut, dass man mal so die Handys durchstöbert. Ein oder zweimal erzählt, sind leider kommerziell nicht besonders erfolgreich, höre ich aber echt seit den 80er Jahren. Irgendwann hat mein Onkel Bernd mir mal eine richtige Schallplatte geschenkt und war total weg, hin und weg von der Musik. Ne? Also es sind nachdenkliche Texte. Damals lagen bei den Schallplatten ja auch noch sogar deutsche Übersetzungen bei, also wusstest du genau, worum es geht. Sind sehr sozialkritische Texte, schöne. Schön anzuhörende Popmusik, wirklich was zum Zuhören. Und die gehen tatsächlich also echt noch jedes Jahr auf Tournee. Im nächsten Jahr sind sie wieder in Hamburg, aber da sind wir leider auf Mallorca zu der Zeit. Und dieses Jahr waren wir in der Markthalle. Markthalle ist ein eher kleinerer Club in der Nähe vom Hauptbahnhof von Hamburg. Aber ich kenne ihn gar nicht. Doch, das Glockengießer Wall. Gegenüber von den Hochhäusern, die sie abgerissen haben. Ja, deswegen kenne ich den trotzdem nicht. Wenn wir dran vorbeifahren, dann sagst du, ach hier. Und es war super schön. Also klein, intim, nahbar. Die Jungs sind wirklich super freundlich, geben nachher noch Autogramme und so. Ich mag die. Ja, die haben sehr engen Kontakt zu den Fans, weil es halt nicht so große Events sind. Aber ich erzähle mal ganz kurz, welche Konzerte wir dieses Jahr noch hatten. Es ist nämlich eine Frage dabei, die ist jetzt nicht bei Instagram, die ist irgendwo anders, aber ich habe sie noch in Erinnerung, welches das schönste Konzert in diesem Jahr war. Also pass auf, wir waren im April warst du mit Jonny bei Latin Quarter. Im Mai waren wir beide, weil wir auf der Prämienreise ja waren und vorher in London waren wir bei ABBA, die ABBA-Avatare. Sehr. Kommt gleich. Allah. Dann waren wir im Juni, du kannst gleich erzählen, bei Peter Gabriel in der Arena irgendwie oben. Dann waren wir bei Johannes Oerding im September und im August waren wir noch bei Bruce Springsteen. So, und jetzt kannst du als erstes erzählen, welches dein schönstes Konzert von denen war. Und dann kannst du zu den Konzerten ein bisschen was erzählen, nachdem ich natürlich noch gesagt habe, welches mein schönstes war. Also, ich kann das eigentlich gar nicht so sagen, welches nun das schönste war. Sie waren alle irgendwo toll.
Bruce Springsteen, der Boss, braucht man gar nicht drüber reden. Das ist 3 Stunden Party pur. Der Mann ist über 70. Von der ersten bis zur letzten Minute gibt er Vollgas auf der Bühne. Das ist Rockmusik. Das ist ein tolles Feeling im Stadion. Da ist super Stimmung. Lass den Sound gewesen sein, wie er war im Volksparkstadion. Kann aber Bruce Springsteen nichts für. War trotzdem tolles Konzert. Johannes Oerding hier bei uns im Stadtpark, Hamburger Stadtpark selber. Stadtpark ist eine total tolle Lokation. Stadtpark also, Open Hammer. Air ist wie ein Wohnzimmer. Da stimmt also wirklich alles. Ist nicht zu groß, nicht zu klein, bei gutem Wetter sowieso. Die Gastronomie ist toll, da braucht man gar nicht lange drüber reden. Da gibt es alles von Veggie bis Bratwurst und alles ist super. Die Toiletten sind auch 1A, völlig ausreichend und sauber. Der Klang ist gut, das spielt ja auch immer eine Rolle. Und Johannes Oerding selber live ist ja echt eine Bank. Also im Vergleich zur Zitadelle letztes Jahr in Berlin, da waren wir auch bei Johannes Oerding, was die Gastro angeht. Ne? Es ist, in der Zitadelle war es so, du musstest dich fürs Bier anstellen. Das ist hier auch so, dass du an 2 verschiedenen stehen musst. Du musstest dich also für die Getränke anstellen. Dann, wenn du eine Wurst essen wolltest, musstest du dich anstellen. Und wenn du zu der Wurst noch Pommes haben wolltest, dann musstest du dich an die 3. Schlange anstellen. Ja, und das ist natürlich echt ungünstig. Wir teilen uns immer auf. Einer holt was zu essen, einer was zu trinken. Und aber wenn du dich für Wurst und Pommes an 2 verschiedene Stände und dann noch für Getränke, das ging gar nicht. Und das ist einfach, das ist ganz entspannt im Stadtpark. Man kann mit Karte zahlen. Ja. Auch mit Handy hier, ne? Das funktioniert alles super. Die sanitären Einrichtungen sind toll. Stadtpark ist immer wieder ein Erlebnis. Wir waren ja 2022 auch bei UND halt im Stadtpark. Riesig, ne? Und nee, super gemütlich. Mhm. Peter Gabriel waren wir in der Barclaycard Arena. Genau. Peter Gabriel ist ja nun wirklich, also gerade auch in den 80ern, ein Vorreiter gewesen, was die Technik bei den MTV-Videos und so angeht. Wir nehmen noch auf. Musik, sicherlich Geschmackssache, ne? Ist ja mehr so britische Popmusik, aber auch sehr nachdenkliche Texte. Er macht aber auch Weltmusik, also er hat auch Folk irgendwie und mit drin. Ich weiß auch, das Konzert fing sehr merkwürdig an. Die saßen da. Wie so Lagerfeuer, ne? Um so ein Lagerfeuer herum. Und wir haben so gedacht, toll, so soll das jetzt 3 Stunden gehen. Nee, das Konzert baute sich wirklich auf. Und die Bühneneffekte, die waren nachher so, dass wir wirklich gesagt haben, sowas haben wir noch nie, außer jetzt bei ABBA, sowas haben wir noch nie irgendwie in der Halle an Bühnentechnik gesehen. Das war super. OMD zum Beispiel, die brauchen keine Bühnenshow. Aber wenn man zu Peter Gabriel geht, ich habe Peter Gabriel 2 oder 3 Konzerte auch auf DVD, der ist, was Technik angeht, sehr verspielt. Das hat man damals bei Sledgehammer gesehen. Ja. Diese Videos, die waren halt technisch sehr verspielt und das mag ich an dem total, dass der diese Affinität zu Technik spielen hat. Und das hat er so wahnsinnig toll aufgebaut. Und ich bin sehr froh und dankbar, dass wir ihn noch haben sehen können, weil der ist ja mittlerweile auch schon Mitte 70. Genau. Und ich habe gedacht, ich schaffe das gar nicht mehr, den nochmal zu sehen. Und das bot sich dieses Jahr an. Und das fand ich ein ganz tolles Konzert. Ja. Also, und das wäre mir tatsächlich schon wieder ein bisschen durchgegangen, weil das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Und aber, ich meine, zu aber muss man nicht viel sagen, ne? Jeder kennt aber. Aber, ihr in London seid und ihr habt nicht eine Aversion gegen ABBA, ne? Also, dann müsst ihr euch das angucken. Wenn ihr die Musik auch nur ansatzweise gut findet, diese ABBA Voyager Show, wir waren vorne, diese Arena ist so aufgebaut, vorne ist so, also im Mittelbereich ist so der Tanzbereich und drumherum sind die Sitzplätze. Und wir waren erst ein bisschen traurig, dass wir keine Sitzplätze mehr bekommen haben. Wir waren im Tanzbereich. Und wir waren auch wirklich sehr weit vorne. Und es war die beste Entscheidung, in den Tanzbereich zu gehen. Wir haben wirklich genau hingeguckt. Also wir haben, glaube ich, in der 6. oder 7. Reihe vor der Bühne gestanden. Du konntest nicht erkennen, dass es vorne nur so eine Art Laserprojektion war. Es sah wirklich so aus, als wenn die 4 da leibhaftig auf der Bühne stehen. Man hat es ein bisschen gesehen, wenn dann, sie hatten auch Live-Leute auf der Bühne, den Chor und die Band. Wenn die in die Richtung der Avatare gekommen sind, dann hat man den Unterschied gesehen. Aber es war so eine tolle Illusion. Und als dieses Konzert losging und die ersten Lieder wurden angestimmt oder schon beim ersten Song, also
selbst mir ging die Kinnlade runter und du hast eine, ich habe eine Gänsehaut bekommen und er so, oh, ey. Das ist nicht wahr. Auch ne? Das drumherum. Also das Catering kann man da vergessen. Habe ich letzte Woche ja auch schon beim Hangout erzählt. Das Catering da war nicht so der Pralle. Typisch britisch. Aber die Organisation, die Organisation drumherum, auch dieses Geordnete mit der S-Bahn oder was auch alles immer das da war, nett, wieder loszufahren. So super organisiert, so entspannt. Und das war echt toll. Das war ein tolles Konzert. Also über Essen und Trinken dürft ihr in Großbritannien nicht nachdenken und auch nicht zu viel erwarten. Also, am besten, man geht satt irgendwo hin. Aber gut. Also wenn ich mich jetzt entscheiden sollte für ein Konzert, fällt es mir persönlich sehr schwer zwischen Peter Gabriel und ABBA zu entscheiden. Das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, weil ich ja auch eine Zeit in diesem Jahr hatte, die nicht so pralle war. Und es war wirklich so, die anderen beiden Konzerte, Johannes Oerding und auch der Boss, fielen in diese Zeit. Und beim Boss hatten wir halt das Problem, das kann er aber nichts für, sondern das war dem Stadion geschuldet. Wir saßen genau gegenüber von der Bühne und der Schall ging über uns hinweg und prallte und löste sich auf. Und das war einfach von der Akustik total doof. Und wie gesagt, ich war sowieso nicht in Stimmung. Und bei Johannes Oerding war es so, ich habe da gestanden und das ist für mich total untypisch, habe da gestanden und gedacht, boah, will der noch ein Lied singen? Noch ein Lied, boah, werd fertig. Ich war echt durch und wir sind auch nach dem Konzert sind wir mit der Taxe nach Hause, weil ich so durch war. Naja. Und wie gesagt, ich konnte das nicht wirklich genießen und da würde ich wahrscheinlich den beiden auch Unrecht tun. Ja. Aber für mich sind halt die anderen beiden Konzerte so ein bisschen, bei Latin Quarter war ich nicht mit, weil ich wahrscheinlich gearbeitet habe. Und das waren die Konzerte. Die Frage haben wir also auch beantwortet. Ich gucke mal auf den Kalender. Ich kann ganz schnell noch eine Frage dazwischen. Caro Einslein sagt, hallo, ich würde gerne wissen, welche Rasse dein Hund war. Mein Hund war ein Tibet-Terrier-Mix, vermute ich. Hatte die Größe von einem West Highland White Terrier, sah aus wie Fuchur. Und wenn ich das Haar hätte wachsen lassen, wäre der eine Teppichrolle gewesen. Also das war, ist aber, Blondie ist jetzt schon seit 10 Jahren, 20 Jahren tot. Wollte ich sagen, wir sind ja schon 2003, genau. Wir sind ja schon seit 10 Jahren. Und sie hieß Blondie. Und das Witzige war, als ich das erste Mal in Dresden, als ich umgezogen war und zu dem neuen Tierarzt mit ihr gegangen bin, guckte der mich ganz irritiert an, als ich mit ihr reinkam, weil sie hieß Blondie, weil sie blond war. Und auch innerlich, ne, also... Aber die war ein Herz von Hund. Also die war wirklich, ne? Die war nicht die hellste Kerze am Baum, aber die war pflegeleicht. Und hat auch ihre Macken gehabt. Und dann kam ich mit dem Hund rein und er hat den Schäferhund erwartet. Ja, Blondie. Ja, Blondie halt, ne? Aber es war nicht Blondie. Es hat also nicht andere so eine Blondie. Schäferhunde, genau. Die Blondie hießen. Das genau. War aber ist vielleicht immer mal ein Sprung in den Mai. Ja. Im Mai waren wir, am 6. Mai waren wir wieder im Genno mit Sascha und Carmen. Und im Mai, ihr müsst mal googeln, Gennos Hammersteinheim. Also wirklich, wenn ihr mal in Hamburg seid, geht da hin. Ist wirklich toll. Im Mai kam die Prämienreise. Ja. Müssen wir jetzt einen Disclaimer sagen, Prämienreise erreichen nur 0,1% aller Demonstratoren in Deutschland und so weiter und so fort. Und es steckt jede Menge Arbeit nur dahinter. Die und jede ja, Menge die wenigsten Demonstratoren erreichen das nur wirklich. Die, Disclaimer. Nur die Besten und Besten müssen wir, und, sind wir verpflichtet. Nur die absolute Elite und wir haben es erreicht. Wir haben es geschafft, ja. Wir und Irina und Joe und Gesche hat es erreicht und ganz viele andere in Deutschland. Es haben auch viele erreicht, die nicht mit dabei waren, weil es einfach zeitlich nicht geklappt hat oder egal. Andere Termine. Es war auf jeden Fall war das die erste Prämienreise nach der Pandemie. Wir haben uns super gefreut, auf alle endlich mal wieder zu sehen. Ja, auch die Amerikaner mal wieder zu sehen. Und ne? Die Prämienreise ging halt für uns, wir haben ein paar Tage vorher haben wir gesagt, wo wir uns selber London angucken. Wir haben uns selber 3 Tage London angeguckt und waren total begeistert. Ne? London und vor allem, so wir hatten so eine geile Stadt. Wir waren ja letztes Jahr auch auf Reisen und da weiß ich gar nicht mehr so viel, weil du hattest uns so viele Ausflüge gebucht, die alle toll waren, aber das war so viel, das war so ein Overload und deswegen haben wir jetzt gesagt, bei London, wir genießen das als Urlaub, wir hatten so eine kleine Bucketlist, was wir unbedingt sehen wollten und hatten nochmal so eine erweiterte, wenn wir noch Zeit haben, können wir ja mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr auf meinem Instagram-Kanal. Ja, Sven Garte, ist immer, wenn wir auf Reisen sind. Ich bin ja immer so das Reisetagebuch. Genau. Guckt euch gerne nochmal die Bilder an. Also wir hatten so eine Wunschliste. Da war Sherlock Holmes Museum. Da war Gleis 9 3 Viertel. Gleis 9 3 Viertel. Alexandra ist ja so Harry Potter. Da war Abbey Road Studios mit dem Zebrastreifen. War das auch auf der Must-Have? Auf jeden Fall. Aber?
Aber sowieso und hier Westminster Abbey ja. und Big Ben. Und wir haben also wirklich alles abgehakt. Ne? Wir waren sogar ja. Chips und Fisch und Chips essen. Ja, wir waren auch am Palast, am Buckingham Palast, den haben ja, wir uns auch angeguckt. Ne? Charles. Ja. Also ich hatte keine Zeit für Charles. Das ne? war ja er nach, wollte aber das, ich nicht. Ja, es war ja nach der Krönung. Ich weiß noch, es waren Amerikaner, die waren Windsor Castle, haben die einen Ausflug, die waren natürlich auch schon ein bisschen früher in London, die haben das auch miteinander verbunden. Die waren in Windsor Castle zum Ausflug. Und wer steigt aus? König und wer Charles. Läuft an ihnen vorbei? King Charles. Ne, da, also ja. ganz normal lief da an denen vorbei ja. und die waren total geplättet. Das war natürlich ein Highlight. Das war also aber da waren wir nicht. Aber wir haben Paddington Station. Wir waren beim Paddington Bear bei der Dings. Da steht so eine kleine Statue. Wir waren... Unser Hotel war ja auch ganz in der Nähe vom Paddington. Genau. Mhm. Dann im Sherlock Holmes Museum waren wir drin sogar. Mhm. Abbey Road Studios haben wir sogar das Foto von Sven gemacht, wie ja, er über den... Ich habe leider keinen Plattenvertrag gekriegt. Ja. Aber. Ich habe ja einen Online-Workshop zu den Alben gemacht, da sieht man auch das Bild drin. Also wir haben sogar von unserer zusätzlichen Liste, ohne die, dass wir Stress hatten, wir haben alles gesehen, was wir, genau, wir haben alles gesehen, was wir sehen wollten. Ja. Wir waren im Tower nicht drin, das stand aber auch nicht auf dem Plan, weder auf dem einen noch auf dem anderen. Wir haben alles gesehen, was wir sehen mussten. Und wir haben alles... Und was wir wollten. Wir haben alles selber erkundet. Ne? Ja. Also wir haben uns dann so eine Tageskarte, war das glaube ich. Nee, in London ist es ja so, dass du beim Ein- und Aussteigen in die U-Bahn und in den Bus hältst einfach nur dein Handy, beim Einsteigen davor und beim Aussteigen auch nochmal. Wenn du einen Kreditkarten, ansonsten ja, nimmst du die Kreditkarte. Ne? Was auch immer. Ja. Und dann wird eben das abgebucht, was du quasi verfahren hast. Und das ist total easy, und sich in London zurechtzufinden. Das öffentliche Verkehrsnetz ja. ist so easy. Ja. Also das ist wir wirklich... Sind mit diesen Doppeldeckerbussen ja. sind wir natürlich ja. gefahren. Und also wenn man als Hamburger aus der schönsten London Stadt der Welt London waren wir nicht, aber das stand auch nicht auf der Bucketlist. Aber wir haben halt noch so ein paar Ziele, toll. Wo wir sagen, wenn wir nochmal in London sind, gucken wir uns das auf alle Fälle an. Und dann ging die Prämienreise ja weiter. Wir waren ja endlich mal wieder auf dem Schiff. Auf ja. der... Anthem of the Seas. Royal Caribbean. Also Stampin' Up ist natürlich immer eine amerikanische Reederei. Irgendwie das, als es gebaut wurde, war das irgendwie das größte Schiff. Gehört immer noch mit einer zu den größten. Man kann jetzt über Kreuzfahrten sagen, was man will. Uns hat es total gefallen. Wir hatten nun ja auch mal den direkten... Das Schiff war aber auch der Kracher. Ja, wir hatten das auch den direkten Vergleich zu AIDA. Uns hat die Anthem bisher wirklich... am besten gefallen. Überhaupt Royal Caribbean, Schiffen. Von der Reederei her Royal das Caribbean, die Schiffe, die gefallen uns alle viel besser. Ja. Und da war natürlich extrem viel los. Du bist mit Joe, bist du Autoscooter gefahren. So geil. Da war so eine Autoscooterbahn. Ja. Du warst in dem Flugsimulator drin. Ja, so eine Röhre, wo von unten ist halt so ein Propeller und dann wirfst du dich da rein und dann ist wie so ein Fallschirmsprung. Dann haben die so eine geil. Kapsel, die ausfahren, so neben das Schiff und über das Schiff, wo man so eine Aussichtsplattform, ja. das war schon irre. Und es war auch so, abends gab es tatsächlich auch mal, und das ist eher selten auf den kleineren Schiffen von der Royal Caribbean, dass man mal eine ruhige Ecke findet, wo man sich unterhalten kann. Ansonsten ist da natürlich Entertainment mit Klavier und Band und alles. Da war ein Musical drauf, und zwar von Queen, We Will Rock You, das habe ich mir angeguckt. Da habe ich 2 Stunden gestanden, weil ich zu spät war für einen Sitzplatz. Das war so kracher inszeniert, das war so toll. Wir hatten ordentlich Seegang. Ja. Und das war ein Ort. Also oben nachher, wir sind ja in Norwegen hoch und wo wir dann so in Atlantik, ist das Atlantik da raus waren, wo wir die Nordsee verlassen hatten und so ein bisschen auf dem Atlantik raus sind, da wurde das ordentlich pustig. Und das Ding hatte wie viele Etagen? Weiß ich nicht, 13, 14, 15, keine Ahnung. Das größte Schiff, auf dem wir jemals waren. Und da habe ich immer gedacht, oh Gott, wie mag dieses Schiff von außen aussehen, wenn du drinnen schon... Die haben natürlich Stabilisatoren, aber trotzdem, ja, es hat ordentlich gewankt. Also wir sind aus der einen Show gekommen und alles ging so links und rechts. Also das ist so geil, wenn so Fünfergruppen, Zehnergruppen wirklich gesammelt einmal schwanken. Da denkst du, Alter, haben die einen Tee oder... Ja. Und der Horizont, hast ja immer die Reling und kannst den Horizont sehen, da macht er also wirklich so... Ja, auch so im Bett liegend. Ne, hast du dann wirklich gemerkt, wir waren relativ weit oben, unsere Kabine, und das hat schon ganz schön gespannt. Aber dann habe ich gedacht, so muss es sich angefühlt haben als Baby in der Wiege.
Ne? Und so bin ich dann auch super eingeschlafen. Jo. Also mir hat das nichts gemacht. Auch. Und Norwegen war auch toll. Wir hatten uns ganz bewusst keine Ausflüge gebucht, ja, sondern wir haben so gesagt, okay, da wo wir anlanden, da gehen wir halt selber raus. Und na gut, den einen, den wir gebucht haben, den konnten wir nicht wahrnehmen. Mit der Seilbahn. Ne? Wir hatten, das mit der Seilbahn hatten wir vorher. Nee, im Geiranger Fjord hatten wir doch auch einen Ausflug. Das haben wir wieder gekriegt. Da konnten wir nicht anlanden wegen Sturm. Und die Brücke hat nicht funktioniert. War schade, aber wir haben uns halt, einmal waren wir in so einer Seilbahn, da sind wir bis oben auf dem Gipfel und da hatte das dann nachher über Nacht geschneit. Ja, war Neuschnee. Das war also wirklich, war schon sehr, sehr toll. Ja, war eine tolle Reise. Wirklich tolle Reise. Wir haben Wahnsinn, also wie gesagt, wir waren ja London auch, ne? Ohne Stress und wir haben so viel gesehen und haben so viel mitnehmen können. Unser Hotel war, man fühlte sich so ein bisschen, das Hotelzimmer war so ein bisschen der Gefangene von Azkaban. Also wir hatten so Versorgungsschächte von uns, mit Blick nach draußen war da nicht viel, aber alles gut. Egal. Wir waren da ja eh nur zum Schlafen. Eben. Und da passt jetzt auch gerade noch mal eine Frage mit dazu. Armin19 fragt, ich freue mich wieder auf den Jahresrückblick von euch. Was wäre das absolute Lieblingsreiseziel von euch beiden, wenn die Kohle keine Rolle spielt? Sag du mal zuerst. Alaska. Alaska nochmal? Nee, da waren wir schon mal. Also Alaska, ich bin ja nach wie vor total begeistert von Alaska und ich möchte da unbedingt noch mal hin. Aber da spielt Alaska mit rein. Wir haben mal den einen Bingo-Gewinn bei der Umweltlotterie. Diese Zugfahrt durch Kanada, die wirklich so einmal quer durch Kanada gegangen ist. Und ich glaube, die hat über 10.000 Euro gekostet. Das würde ich gerne mal machen, mir das angucken. Ohne, dass ich eine Schneeschuhwanderung machen muss. Also und bei dir? Ich habe noch so zwei. Ja, schieß Wünsche. Los. Ich mache mal hier mein Hütchen ab, das rutscht. Einmal wirklich so Malediven. Das ist nochmal so echt so mein Traum. Ne? Die Ressort oder die Hotelanlagen, die sind da ja wirklich so, du hast da deine Hütte und du hast da dein Zimmer und kannst im Zimmer quasi, da ist ein Loch im Boden und dann kannst du im Zimmer schon reinspringen ins Meer. Oh, geil. Also, und ich weiß, Malediven ist schweineteuer, aber das wäre wirklich so mal so Sandstrand und Badewanne und wenn Geld wirklich keine Rolle spielt, würde ich wirklich mal sehr gerne so eine Afrika-Safari mitmachen. Ja, also das habe ich auch gerade so überlegt. So Afrika steht eigentlich auch noch auf unserer To-Do-Liste, mehr als Australien. Ja. Wenn so weit runter, würde ich gerne nach Neuseeland. Das würde ich ganz gerne auch nochmal machen. Aber Afrika, da sind wir uns beide einig, so Namibia oder Simbabwe. In so einer ganz Zimbabwe, kleinen so die Ecke. Gruppe, ja. In so einem Jeep. Die Tiere, die man eigentlich nur so im Fernsehen oder von Hagenbeck kennt oder was weiß ich wen, die mal in echt zu sehen, ne? So Elefanten, Nilpferde, Giraffen oder so, das wäre wirklich nochmal. Ja, bei der einen Nashornart gibt es nur noch zwei Weibchen. Ja. Ne? Haben wir neulich mal gesehen, so eine Nashornart, da gibt es nur noch zwei Weibchen und die werden durch bewaffnete Ranger, werden die bewacht. Genau. Das muss man sich mal vorstellen. Naja, egal. Jedenfalls, das wäre so. Ja, also Afrika wäre so definitiv nochmal. Aber ansonsten bin ich so, man merkt das, man hört das, glaube ich, ein bisschen raus. Ich bin so mehr der nordische Typ und Sven ist mehr so der Badewannentyp. Ne? Also warm. Warmes Wasser. Heute war noch heute in der Weihnachtsausgabe vom Abendblatt war so ein Reisebericht über Khao Lak in Thailand. Mhm. Khao Lak war ja damals die Ecke beim Tsunami, die das richtig schlimm getroffen hat. Und die haben so berichtet, Khao Lak, jetzt alles wieder aufgebaut ist so quasi Thailand. Alles, was Thailand bietet, alles Schöne, nur auf kleinen Raum. Und das, also Thailand bei, war auch damals bei Sven, richtig bei Sven toll. Ist das so, wenn man so jetzt nach dem schönsten Ziel einer Prämienreise fragt, ist es bei dir Thailand und bei mir Alaska, ne? Ja. Das kommt automatisch. Also ich fand Alaska wahnsinnig faszinierend. Ja. Prost. Ich guck mal hier nochmal nach der nächsten Frage. Ich habe hier noch eine. Paulas Welt 3 sagt, hallo ihr beiden, ich hätte zwei Fragen. Zum einen, was steht noch auf eurer To-Do-Liste und was würdet ihr niemals machen? Liebe Grüße aus Berlin. Da ist auch noch eine Frage mit dabei, was wir uns fürs kommende Jahr vornehmen. Das würde ich gerne mal schieben, aber ich wechsle nachher mal noch hier die Plattform, dass wir auch nochmal andere Fragen mit reinkriegen. Also, was steht noch auf deiner To-Do-Liste und was würdest du niemals machen? To-Do-Liste heißt ja wirklich, das möchte ich machen und so. Hat nicht unbedingt was mit Reisen zu tun, ne? Nee. Sondern also To-Do-Liste heißt ja wirklich so, das nehme ich mir vor und da soll dann auch ein Haken dran.
Habe ich mir noch keine To-Do-Liste so gemacht für nächstes Jahr. Nee, nicht unbedingt fürs nächste Jahr, sondern so überhaupt im Leben. Hast du noch irgendwas auf deiner Bucketlist stehen, was du unbedingt machen willst? Ja, wir sprachen ja gerade über die Reiseziele. Mhm. Also auf jeden Fall möchte ich wir mal Afrika sehen. Das ist also, da muss echt nochmal irgendwann mal ein Haken dran gesetzt werden. Möchtest du mal Fallschirm springen? Ja. Oder mit einem Heißluftballon? Also eher Fallschirmspringen als Heißluftballon. Also für mich sind beides Dinge wie No-Go. Also Fallschirmspringen eher, da vertraue ich der Technik eher als im Heißluftballon. Beim Heißluftballon, vielleicht sind die inzwischen auch mit Fallschirmen ausgestattet, keine Ahnung. Aber ja, stelle ich mir auch toll vor, aber dann eher ein Fallschirmsprung. Ja. Und was würdest du niemals machen? Nackt in Löwenkäfig springen. Ja, das gibt, glaube ich, ist das Norwegen oder Schweden oder Finnland? Oh, diesen Stinkefisch. Nee, niemals. So einen vergammelten Fisch in der Dose. Nee. Das wäre so No-Go. Da bin ich dabei. Also was so Essen angeht, so absolutes Ekelessen. Nein, aber ansonsten geht gar nicht. Also ich wüsste, habe auch lange überlegt und mir fällt zu der Frage auch also nicht glaub, wirklich was ein. Also ich glaube, wer mich kennt, der weiß, ich bin eigentlich für fast alles so zu haben. Ne? Ja. Außer, also bei Essen und Trinken, da sage ich dann schon eher nee. Also, aber so was Unternehmungen angeht, ne, wenn wir so auf den Reisen unterwegs sind oder und Joe oder hier Mike oder irgendeiner fragt, ey, wollen wir das machen? Ja klar, komm, das machen. Ne? Mhm. So. Was ich gerne wirklich mal wären Polarlichter sehen. Das ist was ich ganz gerne noch mal so, wie gesagt, da spielt wieder der Norden mit rein. Aber ich habe jetzt nichts wirklich auf der Liste, wo ich sage, das schließe ich komplett aus. Man sagt niemals nie, man weiß nie, wie das Leben so spielt. Und ich habe aber auch nichts, wo ich sage, das muss ich unbedingt noch mal, also zumindest fällt mir jetzt nichts ein. Es gibt sicherlich viele Wünsche, die ich habe, aber nichts, wo ich sage, so, das ist das Absolute, was ich unbedingt mal machen muss. Ich werfe mal einen Blick in den Juni. Mhm. Im Juni 2023 waren wir ab. Wir waren am 12. Juni, das war der Montag, da waren wir bei Peter Gabriel. Genau, das war am Vorabend von meinem Geburtstag, da waren wir bei Peter Gabriel. Und im Juni, auch sicherlich eine der Highlights dieses Jahres, fand statt, ja, schmeiß weg. Ich bück mich mal. Du bück dich. Upsa. Vorsicht, nichts umschmeißen. Nein. Das war ein Mini-Album, das Gute. Ja. Am Wochenende vom 23. zum 25. fand unser Teamtreffen statt. Es war das erste Teamtreffen wieder in echt nach der Pandemie. Nach der Pandemie, ja. Und es war toll. Also zumindest für uns. Wir fanden es toll. Also wir fanden es toll. Ne? Ich glaube, im Team ist es auch gut angekommen. War sicherlich auch mit Vorbereitung und ein bisschen Arbeit und so verbunden, aber ganz minimal. Unterm Strich war das wirklich, korrigiert mich, aber ich verlinke euch nochmal das Video dazu, zu dem Teamtreffen. Am Freitag, ich mache das ja immer ganz gerne, wenn Teamtreffen in Hamburg stattfindet. Ich zeige den Teammädels und wenn Jungs dabei sind, auch Jungs, ganz gerne auch mal so ein bisschen von Hamburg. Ne? Früher sind wir mal durch den alten Elbtunnel gegangen, ne? Nicht gefahren, gegangen. Der alte Elbtunnel ist ja nun nicht so lang, der geht ja nur unter die Landungsbrücken und dadurch. Und dieses Jahr hatten wir einen Besuch der Elbphilharmonie, also nicht der Aussichtsplattform, sondern der Aussichtsplattform. Mhm. Ne? Wir waren erst, da gibt es so ein Restaurant, das nennt sich Heimathafen, da haben wir uns alle begrüßt am Freitag. Da waren wir erstmal lecker essen, gab noch ein kleines Malheur. Sven hat ein Bier abgekriegt. Nee, ein Weißwein. Okay, ein Weißwein. Kellnerin verlor das Gleichgewicht und ich habe einmal einen Weißwein gebadet, aber war auch gut. Und dann sind wir nachher über die zur Elbphilharmonie rübergegangen und oben auf dieser Plattform, einmal so drumherum. Es kommen ja auch viele. Gruppenfoto gemacht. Es kommen ja auch viele, die von weiter weg kommen. Also die auch teilweise sogar welche, die das allererste Mal in Hamburg waren. Da habe ich dann oben so ein bisschen so erklärt, hier so da ist das und da ist jenes. Am Samstag fand dann das eigentliche Teamtreffen statt. Das war hier um die Ecke in unserem Stadtteilzentrum. Da haben wir uns einen Raum angemietet, der
gerade so gereicht hat. Ausgelastet war, ich weiß jetzt nicht mehr. Da hat meine Einrichtung tatsächlich, mein räumliches Vermögen ein bisschen, aber wir haben alle so reingepasst. Wir waren so um die 30, nagel mich jetzt nicht mehr ich auf glaub, die... Ich glaube 35 waren wir. So, ne? Ursprünglich waren 40 angemeldet und dann wäre es tatsächlich, das wäre... Das war sehr sportlich so an gewesen. Die Grenze. Also ne? Die 35, das ging gerade so. Es war ja auch noch so warm zu der Zeit. Im Juni war das ja so wahnsinnig warm auch. Und das war also wirklich toll. Ne? Alexandra hatte ein paar Vorführungen, wir haben ein bisschen Preise. Also wir haben das Ganze angelehnt an Onstage. So mit einer Preispatrol und so, ne? Dass auch jeder mit was nach Hause geht. Wir waren super glücklich darüber, dass Damir, unser Development Manager, also der Verantwortliche für uns bei Stamina Up, für den norddeutschen... Der hat noch so ein bisschen was von hinter den Kulissen erzählt. Raum, den konnten wir gewinnen, dass der uns besuchen konnte. Der hat sich wirklich die Zeit genommen und hat uns an dem Samstag auch besucht, worüber ich wirklich stolz war und glücklich war, ne, dass Damir sich die Zeit genommen hat. Ne? Und dann waren wir abends noch, das war also auch ganz toll, es blieb dann so ein harter Kern übrig von 10 Leuten. Das war nicht so, dass der übrig blieb, sondern das war die Veranstaltung zu Ende. Ja. Und wir hatten ein Aufbauteam und wir hatten ein Abbauteam. Und das Abbauteam hat natürlich mit mir dann die Sachen auch zurück in die Werkstatt gebracht. Und dann stellte sich natürlich die Frage, wollen wir noch was zusammen essen? Richtig. Und ich hatte bewusst nichts geplant. Wir hatten ganz bewusst nichts geplant. Ich wusste ja nicht, wie viel und wie spät und so weiter. So, dann waren wir alle bei Alex oder bei uns in der Werkstatt im Laden. Ich und noch 9 Mädels. Und ich habe so überlegt, Mist, was machst du jetzt? Bin ich rüber zu Inus, zu unserem Griechen, habe den Kellner Christos gefragt. Ich sage, du Christos, es ist jetzt ein bisschen spontan, aber ich habe da 10 hungrige Mägen. Kannst du da irgendwas machen? Und er so, ist ja wirklich sehr spontan. Er sagt, aber gib mir mal eine halbe Stunde. Und dann sind wir so nach einer halben Stunde rüber und Inus, das Restaurant, hat es also wirklich fertig gebracht, hat auf dem Gehweg eine Tafel aufgebaut. Mit weißer Tischdecke. Extra für uns, mit Tischdecke. Und da saßen wir dann noch bis abends irgendwann. Und wir haben in loser Runde gesessen. Schön gegessen, schön, getrunken. Und am Sonntag waren wir dann nachher noch im Schweinske. Schweinske ist in Hamburg so eine Restaurantkette. Ne, da gibt's, da kannst du schön kann frühstücken, essen und so weiter. Und hier in Hamm gibt es halt auch eine Filiale. Da haben wir dann noch schön gefrühstückt. Wir haben das ausklingen lassen. Ja. Und das war also... Uns hat es gefallen. Wir fanden das toll, das mal wieder alle zu sehen. Viele waren ja das erste Mal dabei, in echt seit der Pandemie. Ja, die waren so aufgeregt vorher, in der WhatsApp-Gruppe. Was kommt auf uns zu? Ja, das war wirklich, das war so ein Spirit. Das war das, und auch hinterher, es war ein tolles Teamtreffen. Also ich war selber auch mit der ganzen Arbeit, also es war wirklich 3 Wochen lag mein Geschäft komplett lahm, weil ich das Teamtreffen vorbereitet habe. Und das werde ich so auch nicht nochmal machen können, aber müssen wir auch nicht. Und aber dieses Teamtreffen an sich, also wir sind da ganz beflügelt rausgegangen. Für uns war das ein ganz tolles Erlebnis. Ich gucke das Video immer wieder gerne und gerade so am Ende verdrückt man dann doch ein Tränchen. Und es ist, dass im nächsten Jahr das Teamtreffen schon geplant ist. Der Termin steht schon. Es wird das gleiche Wochenende sein, also das dritte Juni-Wochenende. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches genau ist, aber da wird das stattfinden. Und wir werden Hamburg verlassen. Wir haben uns nämlich in ein Tagungshotel eingemietet. In der Nähe von Soltau. Das ist also für uns ein bisschen weniger Aufwand, was Technik und Aufbau und sowas angeht. Und wir sind da dann alle zusammen in diesem Hotel und wir haben ein Kontingent an Zimmern gemietet. Und das wird für alle, also lieben Gruß ins Team, die hier zugucken. Ich habe die Information schon mal weitergegeben. Das wird dann wahrscheinlich ab März werde ich die Anmeldung für das Teamtreffen öffnen, damit auch alle, die jetzt noch vielleicht im Januar oder Februar das Einstiegsangebot nutzen und dazukommen und auch eine Stempeldirn oder ein Stempeljung werden wollen und zu uns ins Team kommen, ihr seid herzlich willkommen, dass die auch die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Deswegen werde ich die Anmeldung da dann auch erst im März öffnen. Und wie gesagt, wenn ihr Zeit habt an dem Wochenende, blockiert euch das schon mal. Es wird wieder das Event geben und es wird auch in dieser neuen Lokation und in diesem etwas neueren Format, man probiert ja aus, das Team wächst und da muss man natürlich auch mit der Lokalisation wachsen und ich glaube, das wird echt lustig da. Genau. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Wir werden auch ein bisschen entspannter sein, weil wir natürlich auch nicht in unserer Hut sind, sondern auch quasi Hamburg verlassen. Wo ist das nochmal? Segeberg? Nee. Soltau? Ist in Soltau. Soltau, genau.
ein Tagungshotel. Mehr müssen wir gar nicht wissen, aber wir gehen nach Soltau. Und wenn uns das da gefällt, werden wir das dann in den Folgejahren da auch machen. Aber das Angebot war wirklich unschlagbar, das war toll. Und ich hoffe, dass uns das da gefällt. Da freue ich mich schon total drauf. Ich auch. Das ist also schon mal der Ausblick aufs nächste Jahr. Also Teamtreffen waren, ist schon genau, in Sack wir waren und ja quasi. In 2023 waren wir ja so circa 35. Wir müssen mal davon ausgehen, es wird ja nicht weniger, toi toi toi. Und du kommst einfach räumlich mäßig an die Grenzen. Und Hamburg ist, wenn du so einen Raum mietest, in der Größe, schweineteuer. Und wir fanden die Idee eben mal ganz charmant, das in einem richtigen Tagungshotel mal zu machen, wo wir eben da auch... Da gibt es sogar ein Schwimmbad, was eben, man kostenlos wo mitnutzen wir eben kann auch, und alles. Wir werden natürlich am Freitag schon anreisen, wo wir eben auch von Freitag bis Sonntag kulinarisch versorgt werden. Das heißt, da gibt es Frühstück, Mittag, Abendbrot, alles, was dazugehört. Ja. Und wir brauchen uns da keinen Kopf machen und können eben am Freitag schon eindecken. Für uns fällt ein bisschen was an Organisationsaufwand weg und das finde ich ganz charmant. Und wie gesagt, wir sind so quasi sind auch auf Urlaub dann. Unter einem Dach. Ja. Und was man nicht vergessen darf, es ist die krasseste Herde Deutschlands. Ja. Das Team. Es ist das Nummer 1 Team in Deutschland, mein Team. Deswegen nochmal ganz großes Dankeschön, ganz großes Lob an dieser Stelle an mein Team. Für alle, die es mitgekriegt haben, Teamförderung, Teambuilding, bin ich unter den Demonstratoren in Deutschland. Das darf man auch mal sagen, auch wenn wir eher so der hanseatische Typ sind, der das nicht immer raushängt. Aber da sind wir auf Platz 1 in Deutschland. Das ist die krasseste Herde Deutschland, mein Team, die Stempeldirns. Und wir sind genderneutral bei den Dirns. Also, es sind auch Jungs herzlich willkommen. Wir haben auch Jungs bei uns. Ja, mich zum Beispiel. Mhm. Komm her. Der Fadi ist quasi auch ein Junge, ne? Ja. Und ich bin sehr stolz auf mein Team, wie sich das so alles entwickelt hat. Wir sind gut durch die Pandemie gekommen. Wir haben in der Pandemie ganz viel dazugelernt, sind auch enger zusammengerückt während der Pandemie. Und da bin ich echt stolz auf mein Team. Und das ist nicht nur eine Floskel, sondern das ist wirklich so. Das ist wirklich so. Weil ich weiß es auch, dass es in anderen Teams halt zu Problemen kommt und es vielleicht auch nicht so läuft. Wobei ich das auch völlig wertungsneutral sage. Aber in unserem Team, ich finde auch untereinander unterstützen sie sich super und wir haben eine gute Stimmung bei uns im Team. Wir hatten ja ganz zu Anfang unseres Jahresrückblicks so die Frage, hey, Sven macht das alles mit und so. Ja, genau. Er hat da mittlerweile auch Spaß. Genau dran, ne? Deswegen, weil wir eben so eine tolle Truppe im Team sind. Und ich will ja jetzt nicht einzelne Personen hervorheben. Es macht wirklich Spaß. Ne? Ja. Ich bin nun nicht bei jedem Online-Meeting, Frühstück und so weiter dabei, weil ich hier im Samstag auch meinen Haushalt und so mache. Aber sei es bei denen, die jetzt bei Onstage mitkommen, sei es bei denen, die uns regelmäßig unterstützen. Doch, eine Person möchte ich hervorheben, das ist Tina. Ja, Tina unterstützt uns halt bei den Live-Videos auch. Da komme ich ne? einfach ganz nicht extrem. Drum rum. Und Tina hat uns auch unterstützt bei der Suche der Lokalisation fürs Teamtreffen. Also da ist Tina auch wirklich ganz, ganz aktiv mit dabei. Wenn wir Tina manches Mal nicht gehabt hätten. Jedenfalls macht es so viel Spaß mit euch allen zusammen. Und das will ich einfach nicht vermissen. Also lass es anstrengend sein manchmal, wie es ist. Das ist einfach toll. Also ich kann halt auch einfach nicht immer da sein und gleich zur Verfügung stehen. Nee. Aber untereinander wird sich echt extrem viel geholfen. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, wir haben ein monatliches Zoom-Meeting, wo man dann wirklich die Chance hatte, auch mal face-to-face eine Frage zu stellen. Wir haben eine Facebook-Gruppe, wir haben die News und Infos einmal in der Woche, wobei ich gucken muss, wie wir das weiter durchgeführt kriegen. Oder, ne? Viele haben ja auch meine Handynummer. Und dann Sven ist halt auch mit in der WhatsApp-Gruppe eingebunden. Halt, und, ne? Das ist super. Ja. Also das ist wirklich toll. Das ist auch etwas, was in den letzten Jahren, da hat die Pandemie wirklich was Gutes gehabt bei uns im Team. Das ist echt schön aufgebaut. Und wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Und natürlich freue ich mich auch, wenn in dem Team Bewegung kommt und der ein oder andere dann da auch nochmal seinen Traum mit verwirklichen kann. Das ist übrigens auch ein Punkt. Ne? Wir hatten am Anfang des Rückblicks so die Frage, was schätzt du an dem anderen? Man sieht es nicht, aber Alexandra steckt so viel Arbeit ins Team. Schaut auf die Seite von alexandra-pinseschere.co.de. Wer im Team ist, es gibt ja noch einen Blog, stempelderns.de. Den pflege ich halt auch noch nebenbei. Ja. Den pflegst du auch noch nebenbei. So viele Informationen, auch so Hintergrundinformationen, so viel Wissen, was Alexandra weitergibt zum ganzen Thema Stampin' Up und oder wie baue ich ein Team auf, wie kann ich ein bisschen meinen Verkauf ankurbeln etc.
Ich kann nur die Tipps geben. Machen müssen ich weiß nicht, es jeder für sich. Ich will mir jetzt nicht anmaßen zu beurteilen, wie das in anderen Teams läuft. Aber können wir auch nicht. Kann ich auch nicht, will ich auch nicht. Wäre auch unfair anderen gegenüber. Das ist schon ganz hohes Niveau. Also das ist ich schon bin wirklich, aber auch stolz auf meine krasse Das ist Alter. Schon wirklich oberstes Regal, was du da anbietest. Ne? Ja. Ja, ist ja so. Ja, aber wie gesagt, es steckt da viel Arbeit drin. Und ich kann nicht immer präsent sein, aber das, was ich geben kann, das gebe ich auch mit Engagement und mit Herzblut rein. Ja. Ne? Okay, genug Eigen. Genau. Genug Eigen. Das ist, glaube ich, die letzte Frage von der Plattform Bonnet. Maxim sagt, ich wollte mal wissen, ob ihr schon mal über einen Umzug nachgedacht habt, da ihr ja nicht so nette Nachbarn habt. Wobei man sagen muss, also, es ist gar nicht mehr so schlimm. Ne? Nö, außerdem sind wir beide so, dass wir sagen, wir lassen die Zeit für uns arbeiten. Wir Thema sind doch Nachbarn, völlig pragmatisch. Das ne? Thema Nachbarn erledigt sich ja rein biologisch irgendwann ganz von selbst. Ist doch so. Du. Ich meine, die unter uns sind auch schon über 70. Du brauchst nur abwarten, ne? Nein, aber es ist doch irgendwann so. Irgendwann stehen wir dann am Fenster und sagen, in Hamburg sagt man Tschüss. Nein, das würden wir nicht. Also wir sind. Nein, aber es ist schon ruhiger. Neulich haben sie uns mal gefragt, ob wir in Kur waren, weil sie Alfred uns so lange nicht mehr gesehen haben. Alfred hat mich ne? neulich tatsächlich mal getroffen im Treppenhaus. Du sollst keine Namen nennen. Alfred. Alfred Tetzlaff. Alfred hat mich neulich mal gefragt, sag mal, ich habe euch irgendwie lange nicht gehört. Da habe ich mich schon gewundert. Ich sag mal, früher hast du fleißig Briefe geschrieben, jetzt hörst du mich nicht. Was ist los? Ja, wart ihr irgendwie auf Kur? Wäre ich gerne. Ich auch. Nee. Also um nochmal, Umzug, nur wenn Geld keine Rolle spielt. Ansonsten bleiben wir hier wohnen. Also, wenn Geld keine Rolle spielt, ist unser Traum oder meiner ja irgendwann mal St. Georg, ganz oben, Dachterrasse, vielleicht noch mit meinem eigenen Pool oder so. Das ist aber nur ein Traum. Also es ist in Hamburg, also wir haben ja noch Glück, wir sind ja damals, als wir hier eingezogen sind, vor 13 Jahren, was weiß ich nicht, wie viel Olaf steht hinter uns? Keine Ahnung. Der 16. Der 16. Wir wohnen hier seit 16 Jahren. Ja, und als wir hier eingezogen sind, hatten wir ja noch das Glück, in eine Genossenschaft zu kommen. Das war danach, dann bist du schon gar nicht mehr reingekommen in die Genossenschaft. Und das ist halt bezahlbarer Wohnraum. Ich frage mich immer, was ist die Definition von bezahlbarem Wohnraum? Aber es ist natürlich so, wir leben hier in einem Stadtstaat, hätte ich beinahe gesagt. In Hamburg. Ja, in einem Bundesland, was eine Stadt ist. Und wir sind natürlich räumlich begrenzt. Und die Mieten sind hier schon extrem hoch. Ich möchte nicht wissen, was die hier in den Neubauten zahlen an Miete. Also wir haben hier noch relativ Glück mit unserer Miete. Deswegen zieht uns hier auch nichts raus. Wir fühlen uns auch in unserer Hood gut, also in der Nachbarschaft. Also grundsätzlich, du hast immer Leute, mit denen kannst du, mit denen kannst du nicht. Und dann sind wir diejenigen, wir regen uns darüber nicht mehr auf. Wir tragen das pragmatisch und sagen so, wir sind die meiste Zeit des Tages nicht da. Also ich möchte hier auch nicht raus aus der Wohnung. Aber es gibt so zwei, drei Sachen in dieser Wohnung. Die kleine Küche, die so klein nicht sein oder müsste, gestern Abend beim Kochen. Weil es ist wirklich so, wenn du so ein vernünftiges Kochmenü machen willst in dieser Küche, wir können da noch nicht mal zu zweit drin stehen und arbeiten. Das funktioniert einfach nicht. Und sie hätte einfach nicht so klein sein müssen. Dann das Nächste, ich hätte gerne eine Dusche statt eine Badewanne, weil dann könnten wir die Waschmaschine mit ins Bad packen und dann hätte ich ein bisschen mehr Platz in der Küche. Und dieser kleine Balkon. Unser Balkon. Alles Gute ist halt aber ansonsten, alles Gute ist nicht beisammen. Aber ansonsten fühlen wir uns in dieser Wohnung total wohl. Wir haben keine Vermieterprobleme. Nein, also ich kann ja mal ein paar Eckdaten in den Raum werfen. Und jeder, der sich so ein bisschen mit Immobilienwirtschaft auskennt, wir haben so bummelig 75 Quadratmeter, ja. Wir haben drei Zimmer, für uns beide völlig ausreichend. Also Schlafzimmer, Arbeitszimmer. Arbeitszimmer ist nicht Schlafzimmer und auch nicht umgekehrt. Also Schlafzimmer, Arbeitszimmer, Wohnzimmer. Alle drei Zimmer für uns zumindest in der völlig ausreichenden Größe. Ja. Wir haben einen kleinen Balkon, da kannst du dich entscheiden, Wäsche drauf, Wäsche hinstellen oder selber sitzen. Eins geht nur, beides nicht. Wir haben eine kleine Küche. Aber wir wohnen 2 Kilometer ungefähr vom Stadtzentrum. Wir können zu Fuß in Stadt laufen. Also wir können, wenn wir wollen, zu Fuß zur Mönckebergstraße. Ja. Überhaupt kein Problem. Wir wohnen ja in Hamm, guckt selber nach bei Google Maps, wo das ist. Es ist wirklich sehr zentral. Wir haben eine U-Bahn in der Nähe, wir haben eine S-Bahn in der Nähe. Ja, zwei U-Bahn-Stationen bis am Hauptbahnhof und im Zentrum. Wir zahlen in etwa,
Ich muss nachgucken, ungefähr 800 Euro oder 900, 800, 900 Euro waren. Ja, 900 sind es, glaube ich, mittlerweile waren. Inzwischen ist es ein bisschen mehr durch die steigenden Heizkosten. Und das ist für Hamburg wirklich ein Schnäppchen. Wir haben einen Tiefgaragenplatz, der kostet uns 40 Euro im Monat. Auch das ist für Hamburg ein Schnäppchen. Seitdem wir die Wohnung haben, ist der nicht teurer geworden. Hm. Ich wäre doch blöd, wenn ich hier wegziehe. Wofür denn? Um eine größere Küche zu haben? Ne? Um einen größeren Balkon zu haben. Wir haben nicht die Zeit, das zu nutzen. Eben. Wir wohnen in der Genossenschaft. Das ist eben auch noch was anderes. Das heißt, wir haben ein lebenslanges Nutzungsrecht. Du kriegst einmal im Jahr eine Dividende. Es ist alles sauber, alles ordentlich. Wenn man irgendwas ist, was weiß ich, wird sich drum gekümmert. Kaputt ohne dieses ganze Heckmeck. Ich habe ja auch in der Branche gearbeitet, ohne dass du hinterher eine Rechnung kriegst wegen Selbstbeteiligung oder sonst irgendwas. Du rufst da an und sagst, hier Waschbecken kaputt, da kommt jemand, macht das. Das ist was ganz anderes in der Genossenschaft als in der freien Wirtschaft zu wohnen. Deswegen, wie gesagt, ich kann drüber sprechen, weil ich habe selber in der Immobilienverwaltung gearbeitet in der freien Wirtschaft. Uns müssen sie heraustragen. Ja, wir wohnen im zweiten Stock, wird mit 70, 80 vielleicht auch nicht leichter, hier hochzukommen. Aber bis dahin ziehen wir nicht um. Nee. Wenn Geld keine Rolle spielt. Uns treibt hier nichts weg. Wir haben uns mit unserer Wohnung, wir mögen die. Wir fühlen uns hier wohl. Jo. Hier weiß ich, wo alles steht. Hier kann ich nachts im Dunkeln, ohne die Augen aufzumachen, aufs Klo gehen. Ich finde den Weg alles gut. Hier kannst du wohnen. Ja, genau, hier kann ich wohnen. Und, oh Gott, das Ganze wieder ausräumen, das Ganze Lumpen, Umzug. Boah, dreimal umgezogen, ist mir einmal abgebrannt. Nee, im Leben nicht. Ich mache mal einen Sprung. Oder hast du noch? Ich mache mal einen Sprung in den Juli. Juli habe ich wieder viel Zahnarzt, aber egal. Im Juli waren wir bei Bruce Springsteen. Da hatten wir vorhin schon drüber gesprochen. Das war am 15. am Samstag waren wir im Volksparkstadion bei Bruce Springsteen. Und, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir waren am letzten Juli-Wochenende von Freitag bis Sonntag in Haithabu. In Haithabu, ja. Das war mein Geburtstagsgeschenk an Alexandra. Alexandra, die haben 13. Da haben wir nur ein kleines Bild, was uns noch nicht mal zeigt für den Jahresrückblick. Und aber das war schon die Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Haithabu ist in Schleswig-Holstein, ungefähr anderthalb Stunden von Hamburg entfernt, an der Ostseeküste. Und Haithabu ist deswegen sehr bekannt, weil Haithabu mal eine Wikingersiedlung hatte. Ja, mal eine Wikingersiedlung, Handelsplatz. Die, ne? Die haben sie so irgendwann mal durch Ausgrabung mehr oder weniger zufällig gefunden. Und das war also ein riesiges Wikingerdorf und inzwischen gibt es da ein Museum und du kannst so ein Museumsdorf. Dieses Dorf, das haben sie ein bisschen wieder aufgebaut und das war sehr interessant. Mhm. Wir waren untergebracht in so einem kleinen familienbetriebenen Hotel, das war in Ordnung. Wir waren, als wir angekommen sind, waren wir essen gegenüber in dieser Kneipe, das war auch okay. Am Samstag waren wir essen in der Kneipe, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Aber Odin, irgendwas mit Odin. Odin, die hieß aber nur Odin. Ah, okay. Odin wie der Gott der Wikinger. Und das war richtig super. Das war richtig klasse. Ja, und das hatte ich... Ein schönes Wochenende. Genau, das hatte ich Alexander zum Geburtstag geschenkt, ne? Mhm. Das war nett. Das war ein schönes Wochenende, ja. Sie kriegt ja ab und zu mal so mal. Also, Sachen schenken wir uns auch zum Geburtstag. Ich wünsche mir ja meistens Sachen. Sven hat dieses Jahr einen Schallplattenspieler gekriegt. Einer meiner Highlights. Ja, kommen wir noch zu. Ich hatte ja im August Geburtstag. Ja, bei uns ist so, wir schenken uns Weihnachten nichts Großartiges. Bei uns ist wirklich Hauptaktion Geburtstag und dann nochmal ein bisschen was zum Nikolaus. Genau. Und das sind unsere Geschenke. Weihnachten wird uns gar nicht, schenken wir uns gar nicht. Da haben wir unseren Amazon-Wunschzettel, den kann jeder sehen. Und da ich packe da dann immer so meine Sachen drauf. Ja, er hat ordentlich, er hat ja keine Wünsche, ne? Nein. Eine Breitling-Uhr, die hat er nicht auf den Amazon-Wunschzettel. Ui, können wir nicht, als 500-Euro-Kraft kann ich mir keine Uhr leisten. Nee, ich kann das mir auch nicht leisten, die eine zu schenken. Also ich bin ja nicht Krösus. Er hat ausgefallene und sehr kostenintensive Wünsche. Zu meinem Kollegen. Ich gebe mich mit einem Ausflug nach Haithabu, der sicherlich auch nicht günstig war durch das Hotel und so, gebe ich mich dann zufrieden. Zu meinem Kollegen bei Rheinlein, dem lieben Thomas, der ist auch bei uns ein bisschen zuständig für die Filiale. Zu dem sage ich auch immer, guck mal, ich kann mir nicht mal eine anständige Uhr leisten. Guck mal, hier haben wir zum Beispiel, die Bastel-Gina hat gefragt, hat sich die Anschaffung von dem Saugwischroboter gelohnt? Haben wir beantwortet. Holly Schatzi 7907. Ich glaube, das ist die Holly Schatzi, die letzte Woche sich auch zum Hangout mit dazu geschaltet hat. Die hat gefragt, was unser schönstes Konzert oder Event war. Das waren die beiden Fragen, die wir schon beantwortet haben.
Dann habe ich schon beantwortet von Andrea Becker die Frage. Hallo ihr beiden, wie lange im Voraus war für dich klar, dass dein eigenes Stempelset was mit Squarebooking sein wird? 2 Jahre. Ach so, ja, die Planung. Ja, die Planung. Ne? Also das stand relativ schnell fest, dass es Squarebooking wird. Jetzt kommt eine Frage für mich von Nadinchen2391. Hi, mich würde interessieren, ob sich bei dir die Themen beim Stricken nach all den Jahren geändert haben. Mochtest du früher auch schon Norweger-Pullis? Hat sich deine Einstellung zu Socken geändert? Bist du jetzt ungeduldiger beim Zählen von komplizierten Mustern? Also, Socken wollte ich eigentlich gar nicht mehr stricken, sondern ich wollte mich tatsächlich jetzt mal so ein bisschen an Pullover und Nickies und sowas versuchen. Mittlerweile, der Socktober hat mich voll erwischt. Ich habe so viele Socken in den letzten Wochen gestrickt. Ich trage gerade welche. Ja, trägt gerade welche. Ich auch. Auch von den neuen. Ich trage Weihnachtssocken und du kannst da hinten deine Socken mal. Die hast du ja da hinten noch drin liegen. Die hat er zum Nikolaus gekriegt, 3 Paar Socken von mir gestrickte. 1 Paar davon trage ich gerade. Die sind wirklich schön zu tragen. Ja, ist so. Du traust dich nicht, nichts anderes zu sagen. Oh. Aber ich habe dieses Jahr auch viele Kleinteile wie die Mützen und so Minischals und sowas gestrickt. Ein Pullover habe ich abgekettet. Norweger-Pullis finde ich schon immer toll, aber ich habe noch nie einen gestrickt. Immer noch nicht. Das ist etwas, was ich mir fürs nächste Jahr vornehme. Und zählen komplizierte Muster habe ich jetzt auch nicht gestrickt. Ich stricke sehr gerne Raglan von oben, weil das einfach, das kann man schön anpassen und das passt schon. So. Und meine Frage an Sven, jetzt hier. Sabine Basler-Schäfer, 1608. Ich glaube, Sabine hatte auf Instagram auch schon eine Frage gestellt. Hallo Alexandra und Sven, ich wünsche euch für das neue Jahr viel Erfolg, Gesundheit, Spaß und Kraft und weiterhin viele neue Ideen. Vielen lieben Dank. Meine Frage an Sven, so. Wirst du deine Filmreihe mit Aquarien noch starten oder ist dies schon in weite Ferne gereist, da du ja jetzt... Ne? Warum zeigst du mir das nicht? Total in die Bastelei bei deiner Frau mit eingestiegen bist. Das ist er ja nicht. Er ist ja nicht total mit eingestiegen. Also. Er ist ein bisschen sichtbarer eingestiegen, ja. Zum Thema Aquarium. Dieses Aquarium, worüber ich gerne mal einen Film drehen möchte, das steht mittlerweile immer noch leer. Aber mit Material gefüllt im Schlafzimmer. Und oben drauf liegen meine Sportklamotten. Wir haben eigentlich schon alles zusammen. Es ist ein kleines 60-Liter-Aquarium. Wir haben auch schon einen Platz im Arbeitszimmer, wo das stehen soll. Ich habe eigentlich auch schon alles an Elektrik. Filterlampe, blub und bla und sowieso. Allein uns fehlt die Zeit. Womit wir wieder bei rheinlein.de wären. Chef, falls du zuguckst, nein, es ist wirklich so. Also ich habe es hier bei uns einfach an der Zeit. Ich habe hier in der Stube mein großes Aquarium und darum kümmere ich mich auch und das mache ich auch echt gerne. Also gerade am Samstag, wenn Alexandra dann noch drüben ist in der Werkstatt, ich mache dann Samstag so meinen Haushalt oder unseren Haushalt, ne? Sprich das Übliche, was man so kennt, ne? So Couch, Beine hoch, Netflix an. Und mache aber dann auch mein Aquarium. Und das ist eben nicht nur Wasserwechsel oder so, sondern ich gehe dann da auch mit Pinzette bei und mache dies und das. Da bin ich dann noch 2 Stunden. Er macht das wirklich akkurat. Ja. Und das kostet halt Zeit. Aber auch so diese Filmreihe, das kostet halt wahnsinnig viel Zeit, weil man muss es ein bisschen planen. Ich muss es ja hinterher auch noch schneiden, weil das ist ja nicht so, dass ich da komplett unbeteiligt bin. Das steht bei uns im Schlafzimmer auf der Kommode. Wir kommen einfach nicht dazu. Ich würde so gerne. Oh, was haben wir diesen Sommer, ne? Diesen Sommer, jedes Wochenende, wir waren nachher am Ende des Sommers echt schon durch, jedes Wochenende war irgendwas. Ja, nicht. Also, guck mal hier, der Juli. Gefühlt war jedes Wochenende, seit dem Juni war bei mir alles gefühlt komplett durch. August kommen wir gleich. Ja. So, also, wie gesagt, es ist nicht ad acta gelegt und es liegt auch nicht daran, dass Sven so viel bei mir eingebunden ist, ein bisschen sicherlich auch mit, weil er sich auch mehr mit einbringt, Rechnung schreiben und sowas, ne? Ja, aber es kostet halt auch ein bisschen Zeit und vor allen Dingen das Aquarium hinstellen ist das eine, es weiter zu pflegen, das muss ja auch sein, ne? Weil es sind Tiere drin, auch wenn es nur Fische sind, es sind Lebewesen. Und das muss man dann auch schon auf die Reihe kriegen. Und das muss man sich dann auch echt überlegen. Und ich finde unser Aquarium richtig toll. Ich habe ja mit Aquaristik nicht so wahnsinnig viel am Hut. Mein Vater hat auch immer ein Aquarium gehabt. Aber das ist nicht meine Welt. Aber wenn ich abends auf der Couch sitze, ich gucke so gerne in das Aquarium. Das ist wirklich toll. Und es ist, glaube ich, auch... Die Fische werden auch alt bei uns mittlerweile. Ja, ne? Passen sich an. Ne? So, und...
Nee, es ist wirklich, es ist ein tolles Klima anscheinend da drin. Heute habe ich festgestellt, ich habe auch so eine CO2-Düngeanlage. Das heißt, die Pflanzen, wer sich nicht auskennt, die Pflanzen brauchen ja nicht nur Wasser, sondern Pflanzen nehmen ja CO2 auf. In der freien Natur ist das völlig ausreichend vorhanden, aber in so einem künstlichen Biotop eben nicht. Und man muss eben künstlich Kohlendioxid dem Wasser zufügen. Meine CO2-Flaschen, beide tatsächlich. Ich habe eine im Dauerbetrieb, so eine 2-Kilo-Flasche. Normalerweise als Reserve so eine 500-Gramm-Flasche. Beide sind leer, natürlich zu Weihnachten, ist klar. Morgen mache ich erstmal das. Ich schnapp mir beide Flaschen, fahre zum Zooladen und sage, hier, bitte einmal auffüllen. Die reichen aber dann locker. Das kostet irgendwie nur 20, 30 Euro. Die eine kriegt 2 Kilo CO2. Aber wenn sie leer sind, sind sie beide leer. Ja, ne? Das naja, ist aber da werden die Fische nicht von sterben. Das ist. Wir haben ja morgen Gott sei Dank noch die Zeit. Sven hat frei zwischen Weihnachten und Neujahr. Wir bekommen Besuch von meinem Neffen und meiner anverlobten Nichte. Und es ist nicht so, dass wir komplett frei haben, sondern wir wollen in der Werkstatt, im Keller einiges rocken, das auch schon vorausschauend auf das neue Jahr, aber da sprechen wir noch nicht drüber, weil das noch nicht in Sack und Tüten ist, aber wir werden zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten. Die beiden fahren aber morgen in Berlin erst um 1 los, das heißt, wir haben vormittags noch Zeit, Dinge zu erledigen. Also wir machen eine Art Inventur. Details werden aber folgen. Das, sobald das irgendwie mal so ein bisschen überschaubar ist, weil ich kann in meinem Keller nicht mehr treten und es ist das reinste Chaos und da müssen wir einfach mal, und da haben die beiden sich angeboten, worüber ich sehr dankbar bin, und dann werden wir quasi zwischen Weihnachten und Neujahr rocken. Deswegen wird es ja auch die Rauhnächte nicht geben. Also es ist nicht so, dass wir die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr jetzt feiern. Das ist etwas, was ich mir für nächstes Jahr vornehme, und bitte erinnere mich daran, ich hätte gerne zwischen Weihnachten und Neujahr nächstes Jahr, es sind ja nicht so viele Tage, aber wirklich mal Ruhe. Das hätte ich gerne, weil es sind Jahresabschluss. Ja, ich weiß, mir fällt dann wieder eine spinnerte Idee ein, weil wenn ich Ruhe habe, das geht ja gar nicht. Aber ich habe ja vorgeschlagen, zwischen Weihnachten und Neujahr wegzufahren. Am 23. und am 2. kommen wir wieder. Ja, aber es ist A-Saison und ich sehe nicht ein, dass ich das im Winter, dass ich A-Saison-Preise zahle. Das kann ich auch hier zu Hause mit meinem Strickzeug haben. Okay, in diesem Zusammenhang fragt Paranus: Mich interessiert, besteht Hoffnung, dass es dereinst noch einmal eine Vlogmas geben wird. Die Serie von 2018, besonders der Teil, der Fahne betraf, hat mir in den letzten Jahren mehrfach durch dunkle Zeiten geholfen. Das freut mich sehr, dass das die Wirkung war, wofür ich immer immens dankbar bin. Es wäre schön, wenn es so etwas einmal wieder gäbe. Was eine immense Arbeit und Ausdauer dahinter steckt, ist mir klar, aber so ein klitzekleines möglicherweise. Vlogmas ist schon jeden Tag, 24 Tage lang, so die Kamera, letztendlich ist es ja ein Vlog, ne? Aber du musst jeden Tag das Video bearbeiten, und dieses Jahr wäre es auch gar nicht möglich gewesen. Und nach Fahnö fahren wir ja nicht mehr, also momentan jedenfalls nicht. Also es ist nicht ausgeschlossen. Es ist nicht ausgeschlossen. Also ich mag Vlogmas auch ganz gerne, vielleicht wenn ich mich rechtzeitig darauf vorbereite, dass ich dann vielleicht auch weiß, was könnte man nochmal für Themen einbauen. Ich will euch ja auch nicht langweilen damit, weil wir fahren ja im Dezember. Vlogmas war ja damals, wenn wir auch in Fahnö waren, Anfang Dezember. Da war es halt auch schön. Wenn ich euch jetzt erzähle, ich mache Inventur, ist das weniger interessant. In Deutsch, du sagst auf Fahnö, nicht in Fahnö. Auf Fahnö, genau. Auf Fahnö. Nach Fahnö. Genau. In Fahnöbad, auf Fahnö. Auf Fahnöbad. Und wie gesagt, Fahnö ist für uns im Moment total unattraktiv, weil wir sind so ein bisschen gebeutelt von dem letzten Urlaub auf Fahnö. Fahnö ist wunderschön, ist wirklich toll, aber wenn man Urlaub macht, und da sind wir beide so, da bin sogar ich so, dass ich sage so von wegen, dann hätten wir schon ganz gerne dann in dieser Zeit eine Schönwettergarantie. Und die hast du einfach nicht, wenn du nach Dänemark fährst. Ne? Also wenn man das vorher weiß und das vollkommen okay ist, ist das auch super. Und auch im Dezember war das immer schön auf Fahnö. Aber Sven hat nicht so wahnsinnig viel Urlaub. Bei mir ist die Arbeit auch nicht weniger. Und wenn man dann nach Fahnö fährt und man hat 14 Tage lang nur Sturm und den Regen quer zum Boden. Da ist Mallorca dann doch schöner. Ja. Es ist einfach so. Ja. Ne? Und Fahnö kennen wir ja nun mittlerweile auch schon. Und das ist eben das so. Das ist für uns gerade nicht so reizvoll. Du gibst halt im Sommer das gleiche Geld aus in 2 Wochen auf Fahnö. Es ist ja, Dänemark ist ja auch noch viel, viel teurer geworden nach der Pandemie. Also das darf man nicht vergessen. Vom Preis her, 2 Wochen Fahnö oder 2 Wochen Dänemark, 2 Wochen Fahnö, Dänemark oder 2 Wochen Malle. Oder 10 Tage Malle. Oder 10 Tage, ja. Was auch immer. Es ist finanziell fast das Gleiche. Mhm.
Aber du hast auf Malle eben schönes Wetter. Ja. Und kannst baden. Ja. Aber Vlogmas an sich mag ich nicht ausschließen, muss ich einfach mal gucken. Kannst ja mal Vlogmas auf Mallorca machen. Ich habe Strick-Vlogmas so ein bisschen. Na, Vlogmas, da müssten wir in der Vorweihnachtszeit hinfahren. Das hat ja was mit Vorweihnachtszeit. Ach so. Mess. Vlogmas. Mess kommt von Christmas. Ja, ich kenne Mess nur als Messi von der Firma. So, warte mal, was haben wir denn hier noch? Andrea HP 8560 fragt, hallo ihr zwei, meine Frage für den Rückblick wäre, welches Buch blieb euch nach dem Lesen im Gedächtnis und warum? Kann ich dir gleich beantworten? Keins. Ich habe gar nicht gelesen, ich habe Hörbücher gehört und es hat mich dieses Jahr nichts gecatcht. Also nichts von den alten Bekannten, die ich eh höre, Mittagsstunde und Harry Potter. Aber ich habe nichts Neues gefunden, was bei mir in Erinnerung geblieben ist. Ich habe einen Film, der bei mir in Erinnerung geblieben ist. Der mich auch ein paar Tage später noch erinnert hat. Ich weiß bloß nicht, wie er hieß. Da ging es um diese Flucht im Heißluftballon. Mit dem Wind nach Westen. Mit dem Wind nach Westen. Das war ein Film, der hat mich Tage später noch. Den gibt es ja in mehreren Versionen. Ja, ja. Wir haben eine Version angeguckt, das war eine deutsche Produktion, aber eine neuere. Ja. Es gibt ja eine alte deutsche, es gibt eine amerikanische, glaube ich. Und wir haben eine neuere deutsche Version geguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Amazon, keine Ahnung wo. Und die war tatsächlich ganz gut, ne? Und das war, die war gut. Mhm. Also wie gesagt, das hat bei mir noch so 2-3 Tage echt nachgehallt, weil auch das Szenario der DDR in dieser Zeit, Mitte der 80er, Ende der 80er, das war halt so, oder war das denn schon in den 70ern, dass sie darüber sind? Aber es war halt so dargestellt 80er. Und so realistisch und das war wie so ein Flashback, nennt man das Flashback, wenn man so zurück so, ja, ne? Und dann haben wir eine Serie geguckt, irgendwie Sam, was weiß ich, ein Sachse, Sam. Oh, die erste Folge. Und ganz ehrlich, die Thematik mag ich ja noch nachvollziehen, aber da waren so viele handwerkliche logische Fehler drin. Schon in der also ersten es ist Folge. 1989, wenn dann durch Dresden einer mit Hitler, mit dem Hitlerzeichen, wie Hakenkreuz, mit dem Hakenkreuz auf der Jacke rumgerannt wäre. Du glaubst doch wohl nicht, dass der auch 89 in Dresden hätte damit rumlaufen können. Den hätten die sofort gekascht und weggerissen. Ja. Dass es vielleicht diese Thematik gab, eine ausländerfeindliche, dass es die schon in der DDR gab. Das mag ja sein, aber solche handwerkliche Fehler, ich habe hier auf dem Sofa gesessen und habe gesagt, so ein Scheiß, ja, so ein Scheiß erzählen die und die anderen glauben es dann womöglich auch noch, weil das war so gar nicht möglich. Ne? Und das ging gar nicht. Sam, ein Sachse, genau. Auf Sky läuft diese. Haben wir abgebrochen. Vergiss es. Ging gar nicht. Im August machen wir, wir wechseln mal das Thema. Ja, ich habe mich gerade so echauffiert darüber. Also wie gesagt, ein Buch ist mir nicht in Erinnerung. Nee, ich bin ja nicht so der Bücherleser. Mir fehlt dafür einfach die Geduld, die Zeit und ich lese, wenn dann Zeitung oder Gebrauchsanweisung. Im August, erstes Augustwochenende, sicherlich das Highlight jedes Jahr. Erstes Augustwochenende. CSD. Immer CSD. Dieses Jahr war es auf der... War toll dieses Jahr, ne? Ja, und es war auch der erste CSD. Der richtige CSD. Der erste wieder richtige CSD nach der Pandemie. Ja. Letztes Jahr war, glaube ich, auch der erste richtige, aber das war noch da so... Da war ich nicht mit. Das war noch also, so halb... So, angezogene Handbremse so ein bisschen, ne? Und dieses Jahr, das Wetter war super, es war nicht zu heiß, es war auch nicht zu kalt, es war so locker bewölkt. Und wir treffen uns ja immer gegen 11 Uhr, lange Reihe, also wirklich da, wo es auch losgeht, ne? Wo dieser und wo Peter, also Bürgermeister und so. Wo es eröffnet wird, ne? Genau, da treffen wir uns und dann laufen wir im Prinzip die ganze Route mit. Gerne hinter den Truck der Grünen, weil die einfach tolle Stimmung machen. Oder die Nordbären. Aber dieses Jahr sind wir hinter den Grünen her, ne? Wir sind hinter den Grünen hergelaufen. Und das war also wirklich toll. Es ist jedes Jahr super. Dieses Jahr war es wieder ganz besonders schön. CSD, 1. Augustwochenende in Hamburg. Passt, ist eigentlich ja. Pflicht. Ja. Dann war eine der Highlights auch, kann ich so sagen. Am 12. September hatte mein Bruder und seine jetzige Frau ihre... August. 12. August. Hochzeit, Mein Bruder und seine jetzige Frau ihre freikirchliche Trauung. Und am 19. September waren wir... 19. August...
Trinken wir noch ein. Wir sind erst im August, mein Mäuschen. Waren wir bei Irene und Joe zum Sommerfest. Genau. Ne, wir fahren ja dann auch, also Irene und Joe kommen ja häufiger zu uns, als dass wir zu ihnen fahren, aber im Sommer fahren wir gerne zu den beiden hin. Und wir haben da sogar gebastelt diesmal. Und wir haben auch ein bisschen gebastelt, also Joe und ich haben so ein bisschen so getan. Also ja, das ist so richtig schöne, crazy, grüne ja. Hüte. Und also es war wirklich, es war sehr warm, ich kann mich dran erinnern. Wir sind dahin zu den beiden und sie haben halt in der Küche so ein Klimagerät aufgestellt und alles erstmal zugemacht, damit es in der Küche einigermaßen erträglich war. Wir waren die dann, beiden haben Photovoltaik, ne? Also ja, insofern. Jetzt. Wir waren dann tagsüber, am Samstag waren wir noch an so einem See. Ja, Badesee. Das war, ne? Da waren wir quasi, die wohnen ja auch im Ost-West ehemaligen genau. Grenzgebiet. Wohnen ja im Wendland. Das war quasi ne? In Mecklenburg oder war das schon Brandenburg? Nee, aber auf jeden Fall. Sachsen-Anhalt. Oder Sachsen-Anhalt? Genau. Ja. Ich frage mich jetzt nicht, wie der See hieß. So ein großes und Bade-Ding. Abends haben wir dann lecker, Joe hat den Grill angeschmissen, wir haben getrunken und gegessen. Wir waren noch Gutmenschen und haben so einen Oppi aus dem Graben gezogen, ja, das der mit seinem auch beim Rückwärtsreinfahren irgendwie im Graben gelandet war mit und seinem Auto. Joe hat zwar immer gesagt, was im Wendland bleibt, das bleibt im Wendland, aber ich stehe dazu, mir ging es am Sonntag nicht so. Sven hat den Elch gespielt, der letzte. Nee, den Elch habe ich nicht gespielt. Nein, du warst aber kurz davor. Du warst aber kurz davor. Du hast schon ausgesehen wie ein Elch. Aber. Ja, es ging mir nicht gut. Der letzte Wein, das ist manchmal. Mir ging. Ich sag mal, ich bin als letztes aufgestanden. Er hat vielleicht gar nicht so viel getrunken, aber wie gesagt, ja, als letztes aufgestanden trifft es gut, ja. Und da war schon um die Mittags. Ja, ich habe dann zu den beiden schon gesagt, plant euer Video für abends, ne? Macht. Nehmt auf uns keine Rücksicht. Ich habe mich hingesetzt zum Stricken und habe dann meinen Mann. Mann sein lassen, als er dann soweit war. Ja. Aber es gibt ja nichts, was Alexander zur Weißglut bringt. Nö, was willst du da auch machen? Ich meine, ich hätte ihn anbrüllen können, dann hätte er vielleicht auch noch den Elch gemacht. Ne? Also insofern, die beiden haben das Gott sei Dank auch entspannt gesehen. Ne? Aber da habe ich auch wieder eine Frage. So, pass mal auf hier. Die geht wieder an mich. Hallo, Elas Bastelstube fragt, hallo ihr zwei und schön wieder, und schon wieder ist das Jahr vorbei. Meine Frage für dieses Jahr, @Alexandra, also an mich. Wie schaffst du es, dich aus einem Basteltief zu ziehen? Und an Sven, warst du schon immer so ein fröhlicher, positiver Mensch? Willst du zuerst? Ich zuerst. Also, das trifft es ja auch so ein bisschen. Alle, die das Video gesehen haben, haben ja gesehen, dass ich da so in einem Motivationstief stand. Und sprechen wir über den Elefanten im Raum. Ich will das gar nicht großartig vertiefen, aber ich habe dieses Jahr wirklich ein halbes Jahr hinter mir, was nicht gut lief. Wo ich gesundheitlich nicht fit war, was man auch gemerkt hat bei meinen Videos. Ich habe es dann immer als den Troll. Es war technisch immer irgendwas. Es lief einfach nicht. Und ich wusste nicht, woran das liegt. Und ich habe keine Lust zu basteln gehabt. Ich habe keinen Spaß am Basteln gehabt. Ich habe Dinge vergessen, ich habe meinen Tag nicht mehr organisiert gekriegt und Leute, ich wusste nicht, woran es liegt. Und dann hat meine Schwester im Herzen, Katrin, die sich auch letzte Woche zum Hangout mit dazu geschaltet hat, zu mir gesagt, weißt du was, ich habe das auch gehabt. Und wir sind ja etwa ein Alter, wir sind ein Jahr auseinander, geh mal zum Frauenarzt. Und da bin ich hingegangen und ach, die Story, die erzähle ich jetzt nicht, aber wie gesagt, es kann sein, dass das mit den Hormonen zusammenhängt. Und ganz ehrlich, ich habe so ein kleines UFO hier verschrieben gekriegt. Ich sprühe einmal am Tag mir Hormone auf den Arm und seitdem geht es mir wieder bombastisch gut. Seitdem strömt es wieder aus mir heraus und es war wirklich, es waren die kleinen Hormone. Mein Mann hat jetzt gerade an Weihnachten meiner Nichte in einer epischen Breite die Wechseljahre erklärt, wo ich dann dachte so, wow, Dr. G. spricht. Herr G. Punkt. Der Arzt, dem die Frauen vertrauen, der hat so viel Wissen gehabt, weil der natürlich, Sven hat sich auch echt erschrocken, weil so kannte er mich auch nicht. Dann kamen ja meine Zahnschmerzen mit dazu durch das Beißen und so. Ja, und ich habe hier wirklich gesessen im absoluten Tief. Es brach die Hölle über mich herein. Ich habe ein ganzes Wochenende hier irgendwie nur geheult. Und dann habe ich diese Hormone gekriegt und seitdem geht es mir besser. Es war wirklich eine menopausale Depression, die wirklich hormonbedingt ist. Und seitdem, die war aber auch nicht ohne. Die war nicht ohne. Nee, so eine Depression ist auch nicht ohne. Nee. Und das war halt eben nicht nur das Basteltief, weil danach, als ich die Hormone hatte und alles wieder so im Aufwärts war, ich habe manchmal noch so kleine Aussetzer, so Nachwirkungen habe ich noch. Ich bin Sven. Ja, ich weiß. Ich habe das dann, das steht auf deinem Rücken. Ich gucke da immer hin. Ich habe Namen auf der Stirn. Nee, ich habe immer noch mal so ein bisschen Aussetzer, aber es ist schon viel besser. Und da kam auch der Spaß am Basteln wieder mit dazu. Aber auch etwas, was ich meinem Team immer mal wieder mit auf den Weg gebe, ich habe diese Momente auch.
dass man einfach keine Lust hat zu basteln, dass einem nichts einfällt, dass nichts einem von der Hand geht. Und da sage ich immer, mach dir keinen Stress, räum auf, pack das Zeug weg, mach was anderes. Irgendwann kommt das wieder. Und wenn du wirklich bastelbegeistert bist, kommt das auch wirklich wieder. Aber man braucht manchmal einfach so den Schritt zurück, ein bisschen Abstand und sich nicht den Druck zu machen. Ne? So von wegen, ich will jetzt aber basteln. Und wenn man wirklich irgendwie sagt, so von wegen, der Mann will mal wieder eine Geburtstagskarte von heute auf morgen haben, dann guck auf Pinterest. Nimm dir einfach eine Karte, die du stupide nachbasteln kannst. Und dann passt das auch. Aber ansonsten so aus dem Basteltief, wie gesagt, nur mit ein bisschen Abstand und Gelassenheit und dann flutscht das auch wieder. Und wie gesagt, bei mir war es halt der Hormonstatus und seitdem geht es mir wieder gut. Ja. Ne? Er ist auch sehr, also daran merkt man auch, dass das bei ihm auch Wirkung hinterlassen hat. Ne? Wenn wir dann so unterwegs sind, wie jetzt an Weihnachten, sagt er zu mir, hast du schon dein... Ne? ein Highlight... Warst du schon immer so ein fröhlicher und positiver Mensch, war die Frage. Ich glaube schon. Seitdem ich dich kenne, ja. Und ich glaube auch, also, die Grundanlage war schon immer da. Erstmal habe ich, glaube ich, als Kind viel zu viele Otto-Filme geguckt. Man merkt das überhaupt nicht. Nein. Und viel zu viel Loriot. Ach was. Nein, sagen Sie jetzt nicht. Nein. Oh. Und viel zu viel Dieter Krebs und hier, wie heißt der kleine? Also SketchUp. Der Kleine, das war aber eine Sie. Nein, Dieter Krebs und Eddie Arendt. Nee, das war nicht Dieter Krebs, das war Harald Junke. Harald Junke, wie auch immer. Die Aussetzer, die hat er auch schon seitdem ich ihn kenne, ne? Also. Nein, also ich glaube, ich habe sicherlich auch meine Momente, wo ich gerne mal so für mich bin und ein bisschen runterfahre und auch eher ruhiger bin, ne? Aber so vom Grundtyp, glaube ich, bin ich immer eher positiv. Also Sven ist immer für einen Spruch gut, der ganz trocken, völlig unerwartet kommt, gerne auch so vom Einschlafen. Ja. Da haut er manchmal nochmal so ein Ding raus, wo ich dann sage, ich wollte eigentlich schlafen und mir nicht den Bauch vor Lachen halten. Ich wollte aber nochmal von einem Highlight erzählen. Das war jetzt schon, das war zwar schon im Februar, aber am 14. Februar hat mein lieber Kollege Thomas Geburtstag. Wir nennen ihn eigentlich immer nur Tommy. Und dieses Jahr wurde Tommy 50, weil du nämlich gerade sagtest, so von heute auf morgen Geburtstagskarte. Und dieses Jahr sind wir, also die Kollegen von Rheinlein24.de, an Alexandra herangetragen und haben gesagt, du, Tommy hat Geburtstag. Und haben wir Tommy, oder hat Alexandra Tommy ein T-Shirt gemacht mit all seinen, Tommy hat immer so Floskeln. Dass ich gar nicht fotografiert habe. Nee, ich auch nicht. Tommy hat immer so Floskeln, die... Ja, so wie jeder so Sprüche hat. Ne? Jeder, das Glück ist bei den Mutigen. Ja, wie jeder so Sprüche hat. Also Tommy sagt immer gerne, ja, so Luftpumpe Peter. Peter ist sein Nachname. Weiß ich jetzt nicht. Und dann hat Alexandra ein T-Shirt gemacht mit so einem Bilderrätsel quasi, mit so einem Buchstabenrätsel. Es gibt doch diese Buchstaben, wo man dann quasi da Worte draus hervor, da geht man dann mit dem Edding lang und markiert sich das so, ne? Also Tommy sagt immer so gerne, wenn ich irgendwas sage, so von wegen, ja, wir fahren dieses Jahr auf Kreuzfahrt. Und dann sagt er gerne, ja, ich komme vor Hunger nicht in Schlaf. Und so seine Sprüche, die hat er halt bekommen in so einem Buchstabensalat. Und vorne dann noch Thomas oder Thomas Peter, sein Name. Ja, sag das hier, nennen die Leute alle bei Namen. Ja, kann er ja ruhig, weiß er ja. Und er hat sich so riesig drüber gefreut, das hat er wirklich, er hat sich einen super teuren Bilderrahmen gekauft, hängt in seinem Büro. Ist mehr wert als das T-Shirt. Wie so ein Fußballer-Trikot. Mein lieber Kollege Ali, der hat, glaube ich, 3 Anläufe gebraucht, um das ranzuhängen, ne, weil unsere Wände auch ganz kurios sind. Kam dann auch einmal runter und dann hing das schief. Und also das hängt da in seinem Chefbüro und der ist da wirklich stolz drauf. Also das war... Also dafür, ich plotte ja nicht so viel oder eher selten und schon gleich gar nicht für T-Shirts. Das war schon schwierig, das wirklich so hinzukriegen. Erstmal brauchst du ja einen Text oder eine Typografie, die die gleiche Buchstabenbreite hat, damit man das in so ein Quadrat kriegt. Und dann müssen die Worte ja aber auch noch sofort laufen, da reinpassen. Ne? Und das war schon eine Herausforderung, aber hat gut geklappt. Hat er sich darüber gefreut? Ja. Ich mach mal einen Sprung. Ja, mach mal einen Sprung. Ich suche hier gerade die Pinselschere Co-Seite auf Facebook. Mach mal weiter. www.pinselschere Co. Mach weiter. Du hast sie angelegt. Du weißt ja, wo die ist. Ja. Bei Facebook. Im September waren wir am 2. September, das ist unser
am zweiten kriegst du immer Blumen von mir. Da waren wir. Na, nicht immer. Nee, aber fast. Hat nachgelassen. Immer. Aber es hängt damit zusammen, dass unser Blumenladen halt damit das nicht mehr aufhat. Am 2. September waren wir mal wieder im Genno mit Carmen und Sascha. Das Vierteljahr war rum, ne? Dann waren wir am 9. September bei Johannes Oerding im Stadtpark. Und im September fand dann unser gemeinsamer Urlaub statt. Ja, unser privater Urlaub, nur eine Sven Woche, und ich. Eine Woche, nee, am Freitag, bevor wir in den Urlaub gefahren sind, auf dem Firmengelände von rheinlein.de, hat Tommy zugunsten seines Geburtstags oder wegen seines Geburtstags hat einen Foodtruck bestellt. Da waren wir dann noch nachmittags. Da war da also wirklich alle Kollegen samt Familie eingeladen, hat einen Foodtruck bestellt. Da sind wir noch hingefahren. Das ist schön, wenn man dann die Kollegen auch mal kennenlernt, ja, von denen er mal erzählt. Ja, und am Samstag darauf sind wir nach Malle geflogen und haben dann eine Woche in unserem Hotel verbracht. Da waren wir dann schon dieses also Jahr. Also ich habe das am Pool verbracht, strickenderweise. Genau. Und ich, also wer mich nach einer der Emotionen, ich weiß nicht, ob die Frage näher noch kommt, ein emotionales Highlight von mir war dieses Jahr, es ging dir ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, mhm, so, nicht so wirklich gut, da warst du ja noch nicht beim Frauenarzt und so. Mhm. Und Alexandra saß da am Pool so mit ihrer Stricknadel und Musik lief, hatte so ihren Kaffee oder Cocktail, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Irgendwas zu trinken. Irgendwas zu trinken, ne? Und da sagt sie irgendwann zu mir, oh, mir geht das gerade richtig gut. Also, ich glaube nicht, ich weiß nicht, ob er mir das angesehen hat, aber da hätte ich laut losheulen können. Und das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Ich wusste ja, dass es ihr nicht so gut ging, ne? Dass sie so wirklich angeschlagen war. Aber da ging es mir vergleichsweise gut, ja. Und der erste Tag auf Malle, der war auch nicht so, da war wettertechnisch, ich fand es schön, aber der war sehr warm, sehr schwül. Ja, da habe ich gedacht, was hat mich geritten, hier nach Malle zu fahren? Weil, wie gesagt, ich bin ja nicht so die Krabbe. Wir haben uns am Strand so eine Liege gemietet. Das war also wirklich, du hast dich bewegt und pssst, ne? Thailand war da gar nichts gegen. Und nachher, es kam dann so ein bisschen, auf Mallorca regnet es auch mal. Ja, aber das war mehr als Regen. Das war ein richtiges Unwetter, ja. So ein richtiges bereinigtes Unwetter kam runter und am nächsten Tag lag sie dann am Pool. Und wir waren wir sind da in einem sehr schönen Hotel, Fergus Style, Palma Nova heißt das, könnt ihr mal googeln. Und wie gesagt, als du da am Pool lagst, total tiefenentspannt mit ihrem Strickzeug und sie sagt zu mir, oh, mir geht's gerade richtig gut, da habe ich so gedacht, ach. Ich habe mich da auch nicht wirklich viel bewegt. Also ich habe wirklich an diesem Strand, an dem Pool gesessen, gleich vorne an, war so gerade bis zum frühen Nachmittag hatte ich Schatten von einem Baum und konnte aber über die Brüstung von diesem Poolbereich auf den Strand gucken. Also ich habe schon das Meer gesehen und ich konnte auf die Promenade, ich konnte aber auch aufs Meer und auf den Strand gucken. Ich hatte alles so im Blick und konnte da so schön vor mich hin stricken. Ich habe viel Podcast gehört oder geguckt, auch Strickpodcast. Ich habe Hörbuch gehört und ich habe da einfach nur gelegen und lieben Gott einen guten Mann sein lassen. Ja. Und er hat jetzt auch nicht so, oh, wollen wir noch mal spazieren gehen oder dies oder das. Er ist dann alleine los und das war für mich wirklich so. Aber ich habe hinterher, weil es halt nicht die Ursache war, Stress war ja nicht die Ursache, ich habe diesen Erholungseffekt hinterher nicht so gehabt. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt nächstes Jahr nach Malle fahren, wird es allein für mich vom Erleben, wir werden sicherlich auch, wir waren ja einen Tag auch in Palma, aber ich glaube, das wird insgesamt ein ganz anderes Erleben sein, weil das war wirklich, es war keine schöne Zeit. Ne? Also ich will da nicht immer drauf rumreiten, aber es war wirklich so, es war nicht gut. Dieses Video zeigen wir ja auf, ne? Ja. Und der Vorteil von aufgezeichneten Videos ist, dass man ja schneiden kann. Und wir werden jetzt mal eine Minute rausschneiden, weil ich muss mal Sekt wegbringen. Okay. Da ist er wieder. So, können wir weitermachen. Bist du jetzt entspannt? Wir haben auch gar nicht mehr so viel. Pass auf. Der Vorteil von Videos, die aufgezeichnet sind. Man kann zwischendurch auf Klo gehen. Guck mal, ich habe hier so einen ganz fremden Mann, der mein Freund sein möchte. Ja, habe ich schon gesehen. Lass ihn. Muss ich mal gucken, wie ich den da gelöscht kriege. Nee, also, wieso musst du ihn löschen? Nö. Also, ist ein Top-Fan hier, ne? Also sag mal nichts. Aber Dorit Hermann fragt, hast du schon gebastelt, als du Sven kennengelernt hast oder hast du erst später angefangen? Sven, hast du Alexandra von Anfang an unterstützt? Das haben wir ja eigentlich schon beantwortet. Eingangs ja schon thematisiert. Also Alexandra, soweit
Ich war schon immer kreativ. Ja. Nur in der Phase meines Lebens, wo ich halt auch Karriere und Beruf gemacht habe, da ist das hinten übergefallen. Aber die Kreativität habe ich schon als Kind gehabt und die ist einfach wieder erwacht. In etwa zu der Zeit, als wir uns kennengelernt haben, durch die Kreativ-Memories-Abende bei meiner Arbeitskollegin. Also wie gesagt, da hatte sie in ihrer kleinen Wohnung schon ihre kleine Bastelecke. Das war so ein Tisch, da hat sie dann immer ihre Sachen rausgeholt. Ich habe ja auch gemalt. Und als wir nachher, genau, wir sind dann ja irgendwann zusammengezogen, nach recht kurzer Zeit, nach einem halben Jahr, ne, glaube ich. Wir sind, naja, im Prinzip sind wir schon vom ersten Tag an uns vertrennlich gewesen. Ist sie denn irgendwann zu mir gekommen? Meine Wohnung war aber auch nicht viel größer, das war nur so eine Zweizimmer-Wohnung. Aber du hattest zwei Zimmer. Ich hatte zwei Zimmer. Ein bisschen Quadratmeter mehr. Und ich hatte sagenhafte 45 Quadratmeter. Waren das nicht nur 42? Und ich hatte also als Esstisch so ein 80x80. So ein Ingo. Ingo-Tisch von Ikea. Mhm. Der war dann tagsüber Basteltisch und abends Armutstisch. Ja. Also ich kenne Alexandra gar nicht anders. Ja. Das ist auch gut ja. so. Ja, genau. Das ist so. Also ich fand das immer damals schon total, ich finde das immer noch total beruhigend, wenn wir hier so abends auf der Couch sitzen, Fernsehen gucken und neben dir sitzt jemand so. Selig vor sich hin stricken. Stricken die mit und ihrer Lampe. Ihre Lampe muss sie manchmal ein bisschen runterregeln, ne? Weil sie sonst ihn blendet. Es kommt so von der Seite immer so ein Flutlicht. Nee, aber und Sven hat mich von Anfang an unterstützt, ja. Also er war jetzt, also er hat mich jetzt nicht mit Arbeit unterstützt, das, so wie er es jetzt macht, dass er dann Rechnung schreibt oder so. Aber Sven hat mich, wie gesagt, immer unterstützt. Auch teilweise, indem er gar nichts gesagt hat, sondern einfach es hingenommen hat, mich hat machen lassen und. Letzter Schluck. Natürlich haben wir auch Sachen miteinander besprochen, aber er hat mir da nie im Weg gestanden oder sonst irgendwas. Und da bin ich sehr, sehr dankbar, weil ich kenne auch Kollegen, da ist es halt nicht so. Und da ist es auch, dass der Mann nicht wenigstens die Klappe hält, sondern tatsächlich auch die Augen rollt oder das Ganze klein spielt. Ne? Oder so von wegen, naja, meine Frau mit ihren Bastelsachen. Ne? Ja. Da, wo dann immer noch so runtergespielt wird, als wäre das so Kinderbastel. Nee, es ist ein Kunsthandwerk. Es ist tatsächlich auch auf gehobenem Niveau. Und ganz ehrlich, egal was da rauskommt, wir waren am Anfang Happy Wife, Happy Life. Ne? Jetzt wollte ich aber auch noch eins sagen. Ich tue mich immer schwer, alle über einen Kamm zu scheren. Ja. Man muss wissen, Stand-up ist nicht billig. Nee. Und nun kann ich mir gut vorstellen, es gibt sicherlich Haushalte mit einem geringen finanziellen Budget. Wenn denn die Frau, ich schreibe hier nur noch die Rechnungen, wenn die Frau pro Monat mehrere hundert Euro an Bastelmaterial ausgibt, obwohl das Budget das eigentlich nicht zulässt, dann ist das schon natürlich schwierig. Konflikte geben. Das Ding funktioniert in beide Richtungen. Ne? Das, also. Aber erstens geht uns das nicht an, nichts an. Zweitens war es bei Alexandra ja damals nicht so. Also es gab auch mal eine Zeit, wo wir Haushaltsbuch geführt haben. Ja. Und da hat sie nicht hunderte von Euro jeden Monat ausgegeben für Bastelmaterial. Nein. Also die Zeiten kennen wir auch schon. Ne? Also wir haben das Geld nicht, dass das jetzt heißt, wir schmeißen das immer und wir waren immer gut situiert und wir schmeißen das mit. Wir haben das mit großen Händen raus. Ja. Wir haben am Anfang wirklich wir Haushaltsbuch geschrieben. Ne? Also das, da ne, die Zeiten kennen wir auch. Ja. Und da ist es natürlich schon so, dass wenn die Frau über das Budget lebt mit ihren Bastelsachen, es geht auch andersrum. Ich weiß, dass es auch Männerhobbys gibt, die über das Budget gehen. Aber das ist eine Sache, das muss jedes Paar für sich entscheiden, wie es damit umgeht. Mir ging es jetzt einfach nur darum, wenn Geld keine Rolle spielt und sowas. Ne? Aber dass Männer das gerne auch mal belächeln, was die Frau da macht und es runterspielen. Und das hat Sven nie gemacht. Und Nein. da bin ich sehr froh drüber, dass er das nicht gemacht hat. Und wie gesagt, happy wife, happy life. Ne? Genau. Ich habe auch mal, wenn dann mal so bei mir auf der Durchreise Kunden da waren, die mit ihrem Mann kamen, da habe ich immer gesagt, setz dich hin. Und er dann immer so ein bisschen mit den Augen rollt hat, wo ich dann gesagt habe, du, sei froh, wenn deine Frau was zu basteln hat, weil dann ist sie entspannt und du hast deine Ruhe. Ne? Das ist so ein Ding auf Gegenseitigkeit. Also es ist nicht so, dass der Mann da nichts von hat. Ne? Aber so war das Gott sei Dank bei uns ja nie. Ne? So. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ich lebe alleine und möchte dich treffen. Ich möchte dein Freund sein. Schreib mir Hussi. Ja, schön Gruß zurück. Tanja Dümale Otten fragt uns, was war in diesem Jahr euer schönster Moment? Welche Erfahrungen nehmt ihr aus diesem Jahr mit? Was wünscht ihr euch für das nächste Jahr? Also mein emotional schönster Moment hatte ich gerade geschildert als Alexandra. Das war dein emotional schönster Moment? Der blieb hängen. Oh Mann, das ist sogar für mich neu. Wenn Alexandra zu mir sagt, mir geht es gerade richtig gut. Das
das steht über allem. Also da gibt es eigentlich nichts Schöneres. Ich bin sonst mehr so der nonverbale Typ, oder was? Nee, aber wenn es meiner Frau, wenn sie von sich aus sagt, oh, mir geht's gerade richtig gut, ja, was Schöneres gibt's doch gar nicht. Ich meine, dich freut mich. Da muss man gar nicht. Ja, Kreuzfahrt war toll, aber es gibt doch wohl nichts Schöneres, als dass es dem Ehepartner gut geht. Du hattest aber noch einen emotionalen Moment in diesem Jahr. Da war ich am Anfang total irritiert. Da habe ich gedacht, oh Gott, ist ja emotional dabei. Das war, als die Rankings, also ist ja zum Jahresabschluss, wird ja bei Stampin' Up auch immer ein Ranking veröffentlicht. Aber jetzt kommt mein Hamburger durch. Ja, aber als das Ranking veröffentlicht wurde, da war Sven ganz kurz vor Wasser, weil er halt auch weiß, was das für uns beide dieses Jahr für ein schwieriges Jahr war. Also das Ranking, was wir erreicht haben, und ich spreche da wirklich von wir, nicht nur ich, mein Name steht da zwar, das Ranking, was wir erreicht haben, das war hart erkämpft. Da steckt dieses Jahr. Es ist nie leicht gewesen, aber ich finde, in diesem Jahr war das wirklich so ein Moment. Ja, aber da kommt bei mir der Hamburger durch. Aber da war er wirklich emotional sehr angefasst. Ne? Also das war vor Freude, ja, weil wir halt wissen, was drin steckt. Ja. Und dieses Jahr mehr als die anderen Jahre. Ja. Was nimmst du dir vor fürs nächste Jahr? Fürs nächste Jahr? Was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Wir hatten vorhin schon mal irgendwo eine Frage, wo es dann auch um die Wünsche fürs nächste Jahr geht. Also normalerweise habe ich ja immer am Ende des Jahres Wünsche fürs nächste Jahr oder irgendwelche Pläne. Ich sage jetzt mal so, vor dem Jahr hatte ich das mit meinen Zähnen und so. Fürs nächste Jahr habe ich irgendwie, ich will nicht sagen, dass im Moment alles schön ist. Es könnte immer alles besser, es könnte immer was Besseres geben auch. Aber ansonsten, also... Im Prinzip hast du auch noch ein bisschen Zeit, bis wir bei Inos sitzen an Silvester. Ja. Weil wir uns da immer die Frage stellen. Also ich habe jetzt auch noch nichts, wie gesagt, also gesundheitlich haben wir das, dass wir Krebsvorsorge weiter ein bisschen mehr machen. Also ich wünsche mir, dass das Teamtreffen wieder so schön wird, wie das dieses Jahr war, weil es ja für uns dieses Mal auch Neuland ist, das in so einem Hotel mal zu verbringen. Aber ansonsten... Ich wünsche uns, dass wir wirklich... gut durch das Jahr kommen, gesundheitlich gut durch das Jahr kommen, dass wir auch, Katrin hatte das auch gesagt, ihr kommt das so vor, als ob wir mehr Momente miteinander haben in diesem Jahr. Mehr. Nee, aber dass wir das auch dieses Jahr mehr hatten, dass wir zusammen essen gegangen sind mit Freunden, dass diese Momente uns erhalten bleiben oder vielleicht auch noch mal ein bisschen ausgebaut werden. Also gar nichts Materielles, sondern einfach wirklich Dinge, wo man sagt, so schöne Erlebnisse, die bleiben im Herzen, emotionale Momente und positiv emotionale Momente. Ja, die werden sicherlich kommen. Das ist immer ganz ungewöhnlich, dass am Anfang des Jahres ist das kommende Jahr wie so ein weißes Blatt Papier. Und man weiß immer gar nicht, was kommt. Speziell was vorgenommen habe ich mir, ehrlich gesagt, dieses Jahr nicht so fürs nächste Jahr. Ja, und als Erfahrung aus diesem Jahr habe ich mir mitgenommen, doch mal zum Arzt gehen, nicht sagen so von wegen, es geht schon wieder vorbei, sondern einfach mal. Aber Dinge vielleicht auch mal anzusprechen, dass die anderen die Möglichkeit haben, einem auch einen Tipp zu geben. Ne? Also ich habe dieses Jahr ganz viele Tipps auch von außen bekommen, wo ich sehr dankbar für bin. Ne? Also dass man da auch, dass man wirklich etwas nach außen kommuniziert, wo dann auch wieder was zurückkommt, weil wir alle sind ja nicht allwissend und sind vielleicht auch dankbar für Tipps. Ne? Was hättet ihr dieses Jahr anders besser gemacht, fragt Verena kreativ. Da fällt mir auch nichts ein. Vielleicht eher zu Frauenarzt gegangen, ne? Aber das weiß man ja alles. Das weiß man ja vorher nicht. Also wie gesagt, ich habe halt auch gesagt, Stress, ja, aber habe ich es anders, besser gemacht? Da bist du hinterher, aber dass ich jetzt irgendwie sage, so, das ist so richtig in die Grütze gegangen und das hätte ich anders gemacht. Ich bin ohnehin ein Typ, der gerne aus Erfahrungen auch lernt und das auch... Ja. nicht negativ sieht, sondern einfach das Positive daraus zieht, ne? Die Veränderung und das Lernen, was man daraus lernt. Also ich würde vielleicht gerne ein bisschen, ich habe jetzt Weihnachten, als wir zu Hause waren, wir waren ja noch kurz nur zu Hause, oder zu Hause, ich sage mal zu Hause, ne? Also in meiner alten Heimat bei meiner Mutter. Ich habe durch dieses, dadurch, dass mir dieses halbe Jahr im Sommer irgendwie fehlt und wir auch so viele Termine hatten, habe ich überlegt, warst du überhaupt dieses Jahr mal in deiner alten Heimat bei deiner Mutter?
Es hat sich dann rausgestellt, ich war mal da, aber einfach zu wenig. Und das würde ich vielleicht gerne nächstes Jahr einmal mehr. Das ist leider... Obwohl wir mit deiner Familie dieses Jahr ein bisschen mehr Kontakt hatten. Ja, wir hatten das ab und zu mal jetzt die Tage. Ja. Das ist leider der Preis, den man zahlt, viel arbeitet, den man zu zahlen hat. Kann man jetzt auch lange drüber philosophieren, aber es fallen dann eben gewisse Dinge hinten weg. Und das sind leider soziale, familiäre Kontakte. Ich persönlich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich die einfach vernachlässige. Und das ist ganz großer Käse, das weiß ich selber. Aber auch ich habe keinen Reißverschluss. Nee. Also, ich suche den noch. Ich habe aber, wie gesagt, noch einen Job bei Rheinlein.de. Ne? Der geht eben auch nicht nur 2 Stunden am Tag, sondern ein bisschen mehr. Und ja, das ist ja, man so. Zahlt schon. Also die Familie muss sowas schon auch mittragen. Ne? Also dass sie da Verständnis aufbringt. Das heißt ja nicht, dass ich keinen Kontakt mit meiner Mutter habe. Also wir telefonieren fast wöchentlich miteinander. Das ist ja nicht so, dass wir keinen Kontakt haben. Aber das ist halt auch ganz schön, wenn man sich mal sieht. Und wenn Mutti mal Sehnsucht nach mir hat, dann kann sie ja immer auch meine Videos gucken. Ne? Macht sie ja auch. Aber es ist halt so, ja, ne? Soziale Kontakte, das ist halt... Aber ich mache mal einen Sprung in den Oktober. Ja. Im Oktober waren wir, genau, am 7. Oktober waren wir gemeinsam mit meinem Vater und seiner jetzigen Frau essen. Weil die haben 40-jährigen Hochzeitstag. Ja, vor 15 Jahren war die Silberhochzeit, da habe ich das Album gemacht. Und jetzt hatten sie Rubinhochzeit. Genau. Mein Papa und seine jetzige Frau. Da waren wir zusammen essen. Man soll die Feste feiern, wie sie fallen. Ansonsten war im Oktober, zumindest laut Kalender, nicht viel. Du warst beim Friseur. Du hattest frei. Ach nee, das war im September. Das war 2 Tage Überstunden abbummeln. Ich weiß gar nicht. Das war nach dem Urlaub. Ich kann deine Schrift nicht lesen. Was ist das denn? Strom. Oh, und ich hatte noch so eine schöne Baustelle vor der Werkstatt. Strom heißt 08 Uhr, also 8 Uhr Strom bei Alexandra. Ja, der dann doch nicht abgeschaltet war. Diese Baustelle, die hat mich so Nerven gekostet dieses Jahr. Die sind mir so aufs Schwein gegangen. Bist du durch mit deinem Jahr? Nein, November, Dezember fehlen noch. Ja, ich habe jetzt hier nur noch eine Frage. Elvira, auf Facebook, ne? Ja, Elvira Klinnert fragt, dann sind wir aber auch sowieso mit den Fragen durch. Als Alexandra mit dem Basteln angefangen hat, hättest du jemals gedacht, dass du mal mit ihr vor der Kamera bist? Ich? Als ich mit dem Basteln angefangen habe, habe ich ja noch nicht mal gedacht, dass ich mal vor der Kamera stehe. Also Alexandra war dann ja schon eine Weile Demonstratorin. Und sie hatte dann schon mit dem Gedanken gespielt, mal so Filme zu drehen. Also Bastelfilme. Nicht Bastelfilme. Videotutorials. Genau. Bastel-Tutorials. Nicht ab 18. Ab 18 vielleicht. Das aber machen wir in der Werkstatt im Keller, wenn er wieder frei ist und schwarz gestrichen ist. Wir malen jetzt schwarz an. Na jedenfalls. Und dann hat sie irgendwann von mir eine Kamera geschenkt bekommen. Zu einem Hochzeitstag. Ich glaube, zum ersten Hochzeitstag. Als wir im Bücherhotel waren, 2013, kann das sein? Erster oder zweiter Hochzeitstag, weiß ich nicht mehr. Habe ich ihr eine kleine Panasonic Zoom-Kamera geschenkt. Und da ging das denn los. Das waren dann ihre ersten Bastelvideos, ne, die sie drüben noch im Arbeitszimmer gedreht hat. Ohne Mikrofon, nur mit irgendwie so Larifari-Beleuchtung. Da rumpelt ja dann noch die Heizung im Hintergrund. Und nee, das war das interne Mikrofon von der Kamera. Das wussten wir aber dann in dem Moment nicht, woran das liegt. Aber ich will jetzt nicht klugscheißen. Also ich habe schon eigentlich mehr oder weniger geahnt, gehofft, auch geahnt, mehr geahnt als gehofft, dass Alexandra da ihren Weg gehen wird. Dass sie natürlich irgendwann da ganz oben sein wird. Du bist ein Hanseat, ne? Weißt du? Aber ja, aber dass daraus wird, was es jetzt ist. Dass es mal eine Erfolgsstory wird, da habe ich eigentlich immer dran geglaubt. Weil ich kenne sie ja, sie ist eine Unternehmertochter. Ich bin zwar... Ja, ich hätte eigentlich Beamter werden sollen. Aber ich bin eben auch gelernter Kaufmann und ich glaube, das ist eine ganz gute Ergänzung. Das ist eine gute Mischung, ja. Also 1 und 1 kann ich zusammenrechnen und ich weiß auch Brutto von Netto zu unterscheiden. Und Alexandra ist halt die kreative Köpfin, muss man jetzt sagen. Ja gut, ich weiß halt von Anfang an, was es heißt, Arbeit zu haben und selbstständig zu sein. Eben, ne? Und da wir sind eben auch beide so, wenn es mal eine Minute länger dauert, da wird nicht rumgequarkt. Und auch wenn es bei mir in der Firma mal später wird, bei Rheinlein.de, dann wenn Tommy wieder Überstunden verlangt, zwangsmäßig. Und die haben jetzt vor Weihnachten 14 Tage echt hart zu kämpfen gehabt. Aber ihr habt auch einen tollen großen Auftrag reingekriegt, also insofern. Ja. Ne?
Nein, was quakt dann nicht der andere rum, wie der sich spielt zu Hause oder so. Nein, da wird der Armbrustteller, also ich mache deinen Armbrustteller. Den machst du auch immer mit sehr viel Liebe. Ja, du machst ja selten die Möhre aufgeschnitten. Ich kriege nie einen Armbrustteller. Ich habe dir schon Armbrustteller so viele geschmiert in deinem Leben. Das glaubst du gar nicht, da hast du nur nicht mitgezählt. Früher war das nämlich mein Job, Armbrust als ich ja noch, machen. Ich war ja, bevor ich in die Reinigungsbranche kam, also vor Rheinlein war ich noch bei einem anderen und davor, 2011 oder 10, davor war ich ja beim Mediamarkt, also im richtigen Einzelhandel und noch so bis abends 8:30, 9 gearbeitet und so und da hat Alexandra mir den abends im Armbrust. Ja, oder du hast mich von der Firma abgeholt, weil ich Überstunden geschrubbt habe. Wir haben beide schon wirklich viel gearbeitet. Ja. Aber es ist auch so, wir haben keine Esel zu kämmen, ne? Das muss man auch noch dazu sagen. Wir haben nur Fische. Wir haben nur Fische, wir haben keine Haustiere, ansonsten, wir haben keine Kinder. Wir haben nur uns und wir haben auch noch, Gott sei Dank, keine pflegebedürftigen Eltern. Nee. Ne? Also das ist so, wir haben nur unsere Esel zu kämmen, ansonsten keine anderen. Und das ist natürlich auch nicht jedem gegeben. Mama, wir sind beide gesund. Ich habe jetzt hier keinen Pflegefall neben mir stehen. Nee. Und das ist halt auch keine Selbstverständlichkeit. Wenn das anders wäre, wenn wir Kinder hätten, wenn wir pflegebedürftige Eltern hätten, dann sehe das Ganze natürlich auch anders aus. Ein Arbeitskollege von mir zum Beispiel, der liebe Freddy, wollen nicht seinen Namen nennen, aber Freddy, arbeitet auch noch nebenher. Und der ist nebenbei Altenpfleger. Also der ist im Pflegedienst tätig und der fährt zweimal die Woche oder einmal die Woche, je nachdem, fährt er echt abends noch nach seinem wirklich anstrengenden Lagerjob, fährt der noch los zum Pflegedienst, der musste Heiligabend auch arbeiten und kümmert sich um alte, nicht mehr gesunde Menschen. Ja, das Hut kannst ab von, du, das Hut kannst ab, du gar das nicht kann, ne? Hoch genug anrechnen. Also, naja. Ja. Ich gehe mal in unserem Kalender weiter. Im November, 2. November, unser Hochzeitstag. Unser Hochzeitstag. Deswegen, wir feiern übrigens nächstes Jahr Peter Siegen Hochzeit. Genau. In Mexiko. Nächstes Jahr Prämienreise. Am Geburtstag von meinem Opa, an dem Tag, an dem wir auch 13 Jahre zuvor das Aufgebot bestellt haben, 14 Jahre zuvor. Ja, ebenfalls am 2. Mai. Am 2. Mai Peter Siegen Hochzeit im Hause Grape. Mhm. Wir sind aber nicht da, wir sind in Mexiko. Prämienreise nächstes Jahr Mexiko. Disclaimer, nur 0,01% aller Demonstratoren rein, diese Prämienreise war alles über Anstrengung und so weiter. Jedenfalls am 19. November haben wir Fotos gemacht. Fotos. Ah. Fotos. Wer auf sich hält, macht Autogrammkarten. Also, mein Stempelset, ich halte das jetzt nicht ganz dicht dran, ich habe es euch ja schon mal gezeigt, startet ja am 4. Januar und es wird, wenn ihr das bei mir ordert, wie gesagt, am 4. Januar erzähle ich euch alles Mögliche dazu. Alle, die jetzt einen Katalog von mir bekommen haben, haben schon ein Lesezeichen mit im Katalog gehabt. Lesezeichen. Ne? Das habe ich da mit versteckt im Katalog, wenn ihr es noch nicht entdeckt habt. Auf Seite 36 liegt es. Und wer hat diese Fotos gemacht? Ja, wir haben einen Fototag eingesetzt, weil wir dann auch noch brauchten. Und wie gesagt, wer das Stempelset bei mir ordert, ich erzähle nur ganz kurz was mit dazu. Ganz kurz vorab, am 4. Januar kriegt ihr die Infos und auch, wie das alles funktioniert. Ihr könnt das Stempelset bei mir bestellen und ich signiere es euch. Dann werde ich es wahrscheinlich hier hinten auf dem Papiereinleger signieren. Ihr könnt aber auch sagen, nee, das möchte ich nicht mit der Signatur, aber ich möchte trotzdem das bei dir bestellen. Dann habt ihr auf alle Fälle... Haben wir Foto gemacht. Eine Autogrammkarte. Die liegt auf alle Fälle, wenn ihr das Stempelset bei mir bestellt, dabei. Und dann wollte Alexandra ja ein Special-Bild haben. Ne, das ist nochmal... Sie ein bisschen scharf und schnell. Nee, ich ein bisschen unscharf. Ja, du bist immer scharf. Das ist halt so quasi, was ich dieses Bild, was ich dann um mein Stempelset, das werdet ihr dann auf meiner Homepage auch sehen. Da habt ihr hier hinten auch den QR-Code nochmal zu der Seite, wo alle Informationen zusammen sind. Aber diese Autogrammkarte liegt in jedem Stempelset natürlich unterschrieben. Die ist noch nicht unterschrieben. Die liegt auf alle Fälle dem Stempelset bei, wenn ihr es bei mir bestellt. Und nicht im Online-Shop, sondern direkt bei mir bestellt. Aber das erzähle ich euch alles am 4. Januar und ihr könnt zusätzlich euch auch das Stempelset noch signieren lassen. Auch wenn ihr sagt, ich hätte es ganz gerne und oder in Englisch oder Französisch. Vielleicht sagt ihr auch, ich möchte das Deutsche und das Englische haben. Es kommen Angebote noch mit dazu. Es wird 2 Workshops to go geben. Ein Layout, ein Scrapbooking-Grundkurs mit Tipps, mit vielen und ein Mini-Album. Und zwar dieses...
Das ist für mich auch noch nicht fertig, weil das letzte fehlt hier noch. Aber das Jahr ist ja auch noch nicht vorbei. Es kommen ja noch ein paar Fotos mit dazu. Aber die werde ich wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, habe ich sie hoffentlich endlich abgedreht. Die werde ich nächsten Samstag drehen, die Videos. Und dann, dass das am 4. Januar alles Sutsche über die Bühne gehen kann. Es gibt ein Video, ihr könnt das nur das Video-Tutorial, ihr könnt ein Workshop to go mit Materialpaket und auch Stempelset bestellen. Ihr könnt nur das Stempelset bestellen. Dazu wird es Angebote geben. Das erzähle ich euch alles am 4. Januar auf meinem Kanal bzw. auf meiner Homepage. Da gibt es dann zu meinem Stempelset eine separate Seite, wo alle Informationen zusammengefasst sind. Also am 19. November haben wir Fotos gemacht. Genau, und danach habe ich angefangen, die Fotos zu bearbeiten, die Druckaufträge auszulösen. Und das war auch nochmal ordentlich, ja. Am 25. November, den Samstag, waren wir mal wieder in Genos. Genos, Hammer, Steindamm. Wir waren nur dreimal bei Genos, ne? Irgendwie hatte sich das über den Sommer gezogen. Ja, wir waren nicht viermal. Egal, jedenfalls, wie gesagt, kann man... Du hast es nur dreimal erwähnt jetzt. Ja. Das war eigentlich so der November. Ja. Ne? Also Fotos, ich hätte mir, wenn mir mal irgendeiner gesagt hätte, ich meine, ich, wie gesagt, das ist mit Alexandra mal irgendwo eine Laufbahn oder einen Weg nimmt, wo man sagt, ja, das ist erfolgreich und da kann sie von leben. Da war ich ja nicht von ausgegangen, ich kenne sie ja. Aber dass es mal irgendwann so weit kommt, dass man sagt, so, ich signiere jetzt, ich auch. Ich unterschreibe jetzt Mini-Stanz- und Prägemaschinen. Ja, wir haben jetzt neulich eine Mini-Stanz- und Prägemaschine signieren dürfen. Wir waren ja am unser, war das das letzte Stemtainment, als wir die verlost haben? Ja, ich glaube, das war vom Stemtainment ein Gewinn. Und da hat sie mir hier letzten Freitag, sie hat das ja eben kurz angerissen, dass wir in der Firma bei Rheinlein.de haben wir wirklich einen Mordsauftrag gekriegt. Und gleichzeitig hatten wir die Herausforderung, dass Kollegen krank geworden sind. Und der Grapel, weil er jetzt Staplerschein hat, hat im Lager ausgeholfen. Und man muss ja nun einen Großauftrag auch bedienen können. Und jedenfalls, das geht nicht ohne Aufwand. Das geht auch nicht ohne Mehrstunden. Ne? Und diese Mehrstunden, die gestalteten sich also so, dass wir den Donnerstag bis von morgens irgendwann bis abends irgendwann. Ja, das war um 6:30. Das war während des Hangouts, hast du geschrieben, jetzt habe ich Feierabend. Und da war es 6:30. Gegen 18:30 habe ich von morgens um 7 an von der Firma aus noch fix geschrieben, hi, ich habe jetzt Feierabend, fahre jetzt nach Hause. Da war ich nur, aber noch in der Firma. Wo verrate ich nicht? Am nächsten Tag habt ihr um 5 angefangen. Und am Freitag haben wir, damit wir das alles irgendwie noch hinkriegen vor Weihnachten, um 5 bereits angefangen. Um 5. Da bin ich um 3:30 aufgestanden. Da hat sie mir hier in der Stube diese Mini-Stanz- und Prägemaschine hingelegt mit dem Klebi dran. Ich wollte es gerne vor Weihnachten noch. Die hier unterschreiben und ich mit meinen schon echt dicken Fingern irgendwie so. Und da kam dann irgendwann das WhatsApp, wo links und rechts ist ihm. Ich habe ihm aufgeschrieben und das ist so ein Running Gag bei uns, weil ich habe ja bin ja bekennende Links-Rechts-Schwächlerin, ist dem einen oder anderen garantiert schon mal aufgefallen. Aber dann habe ich ihm Zettel draufgeschrieben, weil wir haben uns, wie gesagt, zu dieser Zeit in den Tagen nicht wirklich gesehen. Und ich wollte es ganz gerne vor Weihnachten noch losschicken, aber das habe ich dann doch nicht geschafft, weil ich den Paketboten nicht mehr erwischt habe. Auf jeden Fall habe ich ihm Zettel geschrieben und habe gesagt, bitte links von der Naht unterschreiben, weil ich hatte meinen Lexus schon dazu geschrieben und habe gesagt, links von der Naht bitte unterschreiben. Und dann komme ich hier nach Hause und er hat natürlich rechts von der Naht unterschrieben. Wo ich den dann erstmal geschrieben habe, wo ist dann bei dir bitte links? Ich habe ja schon an mir gezweifelt, dass ich wieder rechts und links durcheinander gebracht habe. Ne? Ich war stehen K.O. Ja, er war einfach K.O. Also wie gesagt, diejenige, die das signiert kriegt, die wird dann immer wieder daran denken, an die Geschichte links von der Naht. Das ist jetzt rechts von der Naht. Schon morgens stehen K.O. Sieht ein bisschen komisch aus, ist aber von uns. Ist ein echter Grabe halt. Und wir haben aber dann am Freitag, toi, 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 pünktlich Feierabend machen können. Irgendwie so 3:30 haben wir es Feierabend gemacht und ich bin nur noch nach Hause und dicke Finger und dicke Knochen. Apropos Feierabend, ja. Ne? Wollen wir mal so langsam, unsere Gläser neigen sich dem Ende, sonst haben wir nichts mehr zum... Wir haben noch den Dezember. Ich dachte, das hättest du schon längst erzählt. Nee, wir waren im November. Ich dachte, du wärst schon durch. Was hast du denn im Dezember? Dezember waren wir zu... Nee, war Weihnachtsbasteln. Am 2. Dezember waren Irene und Joe bei uns. Stimmt, waren Irene und Joe nochmal bei uns. Dann hattest du Friseur. Ach, ist es wahr? Schnipp, schnapp, Haare ab, ne? Ich habe meine Haare gekürzt. Dann hatten wir am Samstag, den 9. Das Zoom-Meeting mit meinem Team, Weihnachtsfeier. Richtig. Und da sind jetzt auch bis auf eins alle Sachen schon verschickt
von den Gewinnen und das eine geht morgen dann mit los. Dann schnapp dir mal. Ja, und dann sind wir jetzt quasi durch mit unserem Jahr. Unser dann haben wir 20. Doch noch gefühlt, ich weiß gar nicht, wie lange sappeln wir denn jetzt schon? Oh, ich guck mal auf. Mal, das ist jetzt hier Viertel nach sieben schon. 2 Stunden 40 Minuten. Ach du Schande, weil du dich nicht kurz fassen kannst. Ja, genau. Es ist immer wieder das Gleiche mit Prost, dir. Mutti. Du machst immer ein Fass auf und fängst immer bei der Entstehungsgeschichte hier bei Adam und Eva an. Da fängst du an, wenn du erzählst. Prost. Also ihr Lieben, das war unser Jahr. Ereignisreich, turbulent. Am ersten Tag schuf Gott Himmel und Erde. Ja, und am siebten hat er geruht. Und er sprach, es werde Licht. Und es ward Licht. Da oben steht, da liegt die Bibel. Kann ich vorlesen? Ich bin jetzt gerade baff erstaunt. Ja, was? Ja. Ja. Also, Prost. In diesem Sinne, das war unser Jahr. Es war auch bei uns turbulent, es war nicht immer schön, aber es war in weiten Teilen oder in den meisten Teilen war es toll, war ein tolles Jahr. Wie gesagt, mir fehlt ein halbes Jahr, das blende ich einfach aus. Aber ansonsten war es ein gutes Jahr. Ich weiß, dass es nicht bei allen, die hier vielleicht auch zuschauen, ein gutes Jahr war und vielleicht auch ein schwieriges Jahr kommt. Aber wir sind bei euch, auch in Gedanken und wir umarmen euch und nach Regen kommt Sonnenschein, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Ich könnte jetzt hier die Sprüche runterjagen. Wir gucken nochmal zurück auf diese Kiste mit den Weihnachtskarten. Mhm. Es ist ja so, dass wir nicht nur zu Weihnachten, sondern ich kann es ja sagen, wir kriegen ab und zu auch mal Post. Ja. Zwischen den Jahr, also innerhalb eines Jahres. Und wir wissen, dass das Basteln, ob jetzt auf professioneller Art oder als Hobby, wie auch immer, es hilft vielen, ja, um über gewisse Dinge einfach hinwegzukommen. Das ist das Schöne an meiner Arbeit. Ich erfahre natürlich auch von meinen Kunden Dinge, die manchmal nicht so schön sind, aber ich erfahre halt auch, und das ist unterm Strich das, was zählt, Basteln verbindet und Basteln führt einen auch manchmal durch dunkle Täler. Und weil man einfach Abstand kriegt, man konzentriert sich auf die Bastelarbeit und dabei ist es vollkommen egal, ob die professionell oder eher Anfänger ist. Es ist vollkommen egal, ob aufwendig oder nicht, ob man talentiert ist oder nicht. Es ist vollkommen egal. Wichtig ist, dass man einen Ausgleich findet zum Alltag, für sich findet, an dem man Spaß hat. Und dabei ist es vollkommen egal, was die anderen sagen. Und ich höre das immer wieder im Kontakt mit meinen Kunden, dass Basteln auch über schwere Zeiten hinweg helfen kann oder auch einfach mal Ablenkung vom Alltag bringt. Und das ist das, was ich immer wieder versuche, auch mit diesem Kanal zu bringen, ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Unterhaltung, deswegen nehmen wir uns manchmal nicht ganz so ernst, ne? Und ja, dass das einfach so ein bisschen Ausgleich ist und ich hoffe, das kommt bei euch auch so an, wir hoffen das. Nächstes Jahr wird sicherlich wieder turbulent und ereignisreich, es stehen schon einige Termine und ja. Oh. Was steht? Mexiko steht? Der Januar als arbeitsreich steht auf alle Fälle, weil das Stempelset startet. Mallorca steht so wie? Bei Sven steht der Urlaub, ist ganz wichtig. Das Teamtreffen ist geplant, der Termin steht. Ich trinke jetzt aus. Genau. Teamtreffen im Juni. Wer wir haben Petersilienhochzeit nächstes Jahr. Ihr könnt einsteigen, Alexandra. Also, wir wünschen euch, wenn das Jahr nicht so schön war, dass ihr das schnell vergesst. Einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ein tolles neues Jahr mit voll mit schönen Momenten. Dabei hilft zum Festhalten übrigens auch dieses Mini-Album. Werbung in eigener Sache. Ja, natürlich. Aber wenn ihr das seht, ich ihr dann, wenn ihr den Workshop euch vielleicht dann doch noch holt. Und ansonsten ein tolles neues Jahr. Viel Gesundheit, viel Schaffenskraft. Du nimmst schon wieder Anlauf hier, ne? Er macht sich schon wieder die Lippen feucht hier. Also, startet gut in das neue Jahr. Habt einen guten Rutsch. Habt eine schöne Zeit. Bleibt uns gewogen und wir sehen uns im neuen Jahr. Bleibt uns treu. Wir sehen uns schon ganz bald im neuen Jahr. Spätestens am 4. Januar geht es auf meinem Kanal hier weiter. Und dann habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und feiert schön, rutscht gut rein und rutscht nicht aus. Tschüss. Schönste Stadt der Welt. Ja. Trink deinen Sekt aus, ich will nicht knutschen. Ich trinke den nicht aus. Prost. Also, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Jetzt ist gut. Du reißt immer dann so an mir.
Ich muss ihn dann immer bremsen. Also ihr Lieben, wir sehen uns im neuen Jahr. Ciao. Tschüss. Heute Abend macht sie wieder plopp, plopp. Das schneide ich raus, mein Freund. Wir bestellen uns gleich noch lecker Burger. Eigentlich wollte Alexandra ja Lachs auf Gemüsebett machen. Ja, es wäre mir aber heute zu viel geworden. Richtig, nachdem sie zu mir sagte, das stimmt gesagt, überhaupt nicht. Wir bestellen uns gleich lecker Burger. Wir essen heute Burger. Wir hatten gestern Putenkeule mit Rotkraut. Das war auch sehr lecker. So. Also, ihr Lieben. Wir schalten jetzt ab. Wir räumen jetzt auf. Das war der Jahreskalender 2023. Also wir müssen auch irgendwann mal Ende finden. Und jetzt finden wir ein Ende. So bequem sind die Stühle hier nämlich auch nicht. Und ich schalte jetzt ab. Ja, mach mal. Peter Lustig würde sagen, schalte ab. Ich gehe jetzt mal um die Kamera herum. Meinst du, du kriegst das hin, den richtigen Knopf zu drücken? Das ist der An- und Ausknopf hier oben. Tschüss! Das ist der falsche, du musst auf den roten drücken. Nein.